was geht. Spontan komme ich doch noch mal live. Man kennt ihn, Digga. Na, gefällt euch das? Gefällt euch das, hä? Den voll tätowierten Monte zu sehen? Na, gefällt euch das? Gefällt euch das, ja? Sagt ehrlich, sieht schon ganz cool aus, ne? Sieht aus, als wenn ich ein T-Shirt unter hätte. Sieht aus, als wenn ich ein T-Shirt an habe. Bruder, es ist ganz kalt hier. Ich habe ganz steife Nippelchen bekommen. Oh. So, also spontaner Stream jetzt nochmal am Stissel, weil die Süße noch unterwegs ist und später erst kommt. Und hat sich spontan so ergeben. Hat sich spontan so ergeben. Ja, Diggi, ich hatte auch gedacht, dass die Süße heute schon relativ früh kommt, aber sie selber hat auch vergessen, dass sie noch mit einer Freundin verabredet ist. Deswegen. So. Wir sind back im Business. Wir sind back im Business, Digga. Schauen wir mal, was hier so geht. Wird natürlich noch keiner wach sein. Das heißt, Olaf wird ein bisschen solo unterwegs sein wahrscheinlich. Aber ist auch vollkommen in Ordnung. Wir machen ganz gechillten, Digga. Wir machen ganz gechillten. Wir brauchen als allererstes mal ein Auto. Am besten wäre natürlich, wenn irgendein Auto. Jo! Jo. Na, junger Mann, kann ich Ihnen helfen? Sag mal, kannst du mir vielleicht einen klitzekleinen Gefallen tun, wenn das für dich passt, und mich in die Blatzhut fahren? In die Blatzhut? Ja. Ja, steig ein. Sehr korrekt, danke dir. Oha, Digga. Hat er ein Dreier-Chip oder was? Ja. Schmeckt. Oh, der hat aber auch einen ganz leckeren Sound eigentlich, ne? Ja, ist absolut mein Favorite-Auto. Liebt die Karre. Was, wie hast du das denn mit den Kennzeichen hinbekommen, Alter? Der wurde mir so ausgehändigt. Schampina? Lol. Ja, das Gute ist halt, ne, die Cops haben halt ein Problem damit, das Kennzeichen zu erkennen. Beste Leben, Digga. Hier reicht? Ja, hier kannst du mich rauslassen. Ich danke dir, schönen Tag noch, ne? Hau rein, ne? Ciao. So, dann wollen wir mal, wir müssen als erstes mal überprüfen, was denn hier so in der Hut los ist. Wir müssen mal auschecken, ob eventuellerweise Graffitis wieder neu gesprüht worden sind oder ob der Kollege, wer auch immer das war, sich mal beruhigt hat, hier rumzuschmieren und unnötig Kopfschmerzerei in der Graffiti-Szene auszulösen. Das müssen wir alles mal überprüfen. Ich werde mit dem Motorrad fahren. Ja, die werde ich. Oh, nee. Nee, gar nicht wahr. Wir können auch mit dem Auto fahren. Ja, wir können auch mit dem Auto fahren. Und zwar mit dem. Ach, Digga. Repark. X. 488. So. Ja, Chad, hallo, entspannen Sie sich. Ich kann euch sagen, warum, wie das jetzt zustande gekommen ist, dass ich gestreamt habe.
So, als allererstes, Digga, warum ist die Motorhaube anders optisch als die Front? Das müssen wir erstmal ändern, falls es zu ändern geht. Ich kann euch sagen, warum ich live bin. Ich bin gestern davon ausgegangen, dass ich mit meiner Süßen jetzt mich schon, also dass wir uns irgendwann gegen 13 Uhr oder so treffen. Das hat sich aber nicht ergeben, weil sie selber auch vergessen hat, dass sie noch mit einer Freundin verabredet ist. Und dementsprechend kommt die Süße jetzt erst später. Dementsprechend habe ich jetzt 2-3 Stunden nichts zu tun. Und dementsprechend komme ich natürlich live, Digga. Ist auch so klar wie Kloßbrühe. So. Das müssen wir jetzt mal ganz kurz checken, warum die Motorhaube das ist ja die gesamte Front, Digga. Was ist denn das für eine Scheiße, Digga? Das ist doch Dulli. Das ist doch Dulli, Digga. Das ist ja richtig, richtig, richtige Dulli-Kacke wieder, Digga. Das ist ja richtige Dulli-Kacke. Das ist ja eine richtige Dulli-Kacke, Digga. Da muss man das eventuell... Bei irgendeiner Farbe, wo es nicht so auffällt, aber gefühlt fällt das bei jeder Farbe auf, Alter. Das Heck unten ist auch so. Ist das so? Weiß sieht aber auch nicht schlecht aus. Egal. Dann lasse ich das einfach erstmal so, Digga. Drauf geschissen. So. So, wollen wir mal gucken, Digga. Dann fahren wir ein bisschen durch die Hood und luschern mal, ob hier ein paar Graffitis sind. Aber also eigentlich bis jetzt sah es immer ganz gut aus. Die Heckschusslange ist auch so, stimmt, ja. Ah ja, jetzt sehe ich's. Ja, sieht optisch ziemlich scheiße aus, Digga. Sieht optisch ziemlich scheiße, also nicht ziemlich scheiße, aber also komplett eine Farbe wäre halt geiler, ne? Welche Unterbodenbeleuchtung ich habe? Weiß. Hieß. Oha, ist hier Sperrzone oder was? Im Himmel sehe ich nichts. Oha, Digga, da fahren ja die dicken Geschütze auf, Alter. Digga, ich hab. Ist das ein Bundeswehrhelikopter? Ist das ein Bundeswehrhelikopter? Das habe ich ja noch nie gesehen, Digga. Dass ein Bundeswehrhelikopter bei einem Überfall ist, Digga. Digga, so ein Helikopter habe ich noch nie gesehen in der Stadt. So ein Helikopter habe ich noch nie gesehen in der Stadt. Ah, da sind sie doch. Oha, oha, Digga. Oha. Die werden ja übelst gefickt, Digga. Die, wie viel? Digga, und die stehen da mit ihrem Stand, die stehen da mit ihrer Standard-Cross-Maschine, Digga. Und die... Die sind gefickt. Ich glaube, die sind gefickt.
Dann gucken wir jetzt mal nach den Graffiti-Spots, Digga. Dann gucken wir mal nach den Graffiti-Spots. Mal gucken, ob da irgendwas sich ergeben hat. Ich denke, ich hoffe. Ich hoffe nicht, Digga. Wir haben alle keine Lust auf Kopfschmerzen, oder? Ja, also das ist so ver... Also diese Stelle ist so buggy, Digga. Ganz komisch. So, wir kümmern jetzt erstmal darum, Digga. Das hier, wo auch standardmäßig von Anfang an ALX-Gang stand, kümmern wir uns mal darum, dass auch da, wo als erstes ein ALX-Gang stand, auch ein ALX-Gang wieder hingemacht wird. Denn ich habe hier die Kopfschmerzerei nicht angefangen, Digga, sondern dieser Typ hat die Kopfschmerzerei angefangen. Ich hole mir nur das, was sowieso schon regulär mein Spot war. Wir haben noch keinen Namen für die neue Bruderschaft, Diggi. Weder Namen noch eine Farbe oder sonstiges. Mods, bitte den Massimo einmal timeouten. Das wäre sehr nett von euch. Warum wir das nicht als ALX-Gang machen? Eine Fraktion Gang zu nennen, ist relativ schwierig, Digga. Glaube ich. Muss ich mal mit den Jungs reden. Bruderschaft, genau. Eine Bruderschaft ist es eher, Digga. Ist das in Real auch so, dass wenn jemand in einem Spot gehört, dass niemand da so drüber spielt? Also ich erkläre das mal in Graffiti, also in richtiger Graffiti-Sprache. Stell dir einfach diesen Spot hier vor. Stell dir diesen Spot vor in Real. Und ich sprühe da was hin. Ich sprühe da was hin. Und ich sag mal, dass das Bild also ich sprühe da was hin in einer illegalen Fläche und ich sag mal ich sprühe da irgendein Kricke-Kracke-Bild hin, also ein schlechtes Bild. Und ein anderer Graffiti-Sprüher sprüht darüber mit einem viel besseren und aufwendigeren Bild. Dann kann man das noch als Sprüher respektieren. Wobei, bei illegalen Flächen, Digga, Bilder zu crossen, ist sowieso immer nicht gern gesehen. Weil man Zeit, Liebe und Geld da rein investiert. An legalen Graffiti-Flächen sieht das Ganze nochmal anders aus. An einer legalen Graffiti-Fläche ist es natürlich Standard, dass dein Bild irgendwann übersprüht wird. Aber bei einer illegalen Graffiti-Fläche jemanden zu übermalen, zeugt immer von Disrespekt. Immer. Das heißt, du bist gefühlt immer auf Stress aus. Es sei denn, du hast halt wirklich mit einer Crew Stress, was ja auch mal passieren kann.
Aber eigentlich wollen die Graffiti-Sprüher in Ruhe nur ihr Ding machen und haben keinen Bock auf unnötigen Stress, Digga. Weil letztendlich, du investierst Zeit, Geduld, Arbeit, Geld in deine Graffitis. Denn in den Graffiti zu sprühen kostet auch Geld. Also die Dosen fallen ja nicht vom Himmel. Und dementsprechend... Dementsprechend macht man das einfach nicht. Aber Toys kannst du crossen. Natürlich, wenn ein 12-Jähriger eher einen Krickelkrackel ransprüht, kannst du das natürlich theoretisch gesehen übermalen. Steamer? Jo, wer bist du? Hallo? Hallo? Wer bist du? Hallo? Ja. Warum? Wie ist dein Name, wenn ich fragen darf? Warum? Weil ich hatte nur gedacht. Was? Alex. Alex. Jo. Ach so, siehst einen Kollegen von mir ähnlich, aber der sieht aus wie. Also der heißt Dima. Das ist ein Russe. Oho. Kenn ich nicht. Was machst du hier? Sprühst du rum oder was? Nee, ich bin eigentlich gerade hier hingelaufen, weil ich vergessen habe, wo mein Auto war und chill jetzt eigentlich nur. Ach so, alles klar. Gut, dann fahre ich weiter. Ich wünsche dir einen schönen Tag, perfekt. Digga. Gleichfalls. Ciao. Hier ist eigentlich auch ein ganz netter Spot, ne? Hier könnte man auch mal ein Graffiti hinsprühen. Die Fläche vom LKW kann man nicht besprühen, nein. Und, selbst wenn ich die Fläche vom LKW besprühen könnte, würde ich es nicht machen, denn es ist ja mein Graffiti-Auto und ich werde bestimmt nicht mit meinem Graffiti-Auto da mein Name raufsprühen, Digga, dass jeder auf 100 Meter schon erkennt, wer ich bin. Das macht keinen Sinn, Digga. Heute sind ja schon neue Leute in Dortmund, ne? Jetzt sind neue Leute in Dortmund, ja. Das ist eigentlich dulli, Digga. Graffiti wird anders geschrieben. Aber ich kann nur 8 Buchstaben. Ja,
Natürlich, Vanessa, werden die Situation von gestern auf YouTube hochgeladen. Aber wir sind da ja ein bisschen hinterher. Also wir sind so 1,5 Wochen hinterher. Was denn gestern passiert? Gestern war einer der geilsten RP-Streams meinerseits. Also, Bruder, gestern war geisteskrank. Es hat so viel Spaß gemacht, Digga. Würdest du auch sagen, dass einer der besten Charaktere hier Mr. Bitcoin ist vom Schauspiel? Das ist schwer zu sagen, Digga. Also, ich würde schon sagen, dass Mr. Bitcoin der krasseste RP-Spieler ist von seiner Stimme her, den ich kenne. Ob man das, was er macht, jetzt feiert, ist nochmal was anderes, weil bei ihm ist halt einfach, Digga, also ich will ihn jetzt nicht disrespekten, Mr. Bitcoin ist ein absolut krasser RP-Spieler. Safe Call, Digga. Safe Call. Das Einzige, was bei ihm halt einfach ist, dass sein Charakter halt aus Geschichten erzählen beziehungsweise viel Gerede besteht. Und entweder man fühlt das oder man fühlt das halt nicht. Also, zum RP gehört Labern dazu. Schon immer, Digga. Und man kann halt frei entscheiden. Wir sind im Internet, auf Twitch, Digga. Jeder kann entscheiden, was er gucken möchte. Du kannst dich halt entscheiden, schaust du eher die viel Mist machen, immer on Action sind, Schießerei hier, Schießerei da, oder schaust du halt jemanden, wo viel geredet wird. Und das kann jeder für sich entscheiden. Ich finde, Mr. Bitcoin hat auf jeden Fall bis jetzt, hat er aus meiner Wahrnehmung die krasseste... Die krasseste Stimme, die ich bis jetzt in RP getroffen habe. Ja, so würde ich sagen. Könntest du dir auch einfach mal vorstellen, so eine Stimme zu imitieren? Nee, Digga. Mr. Voice Crack. Glück gehabt, Digga. Mr. Voice Crack ist Safe Call auch sehr talentiert. So, also was heißt talentiert? Aber Mr. Voice Crack macht auch schon einen guten Job. Den fühle ich auch zu 1 Million%, Digga. Zu 1 Million%. Das will ich jetzt mal kurz gucken. Würde das auch gehen? Interessant, Digga. Interessant, Digga. Fühle ich und feiere ich, Digga. Einmal schauen. Ja, doch, das passt.
Damit kann man richtige Kunstwerke machen. Ja, ich fühle auch jetzt gerade diesen ruhigen, guten Morgenstream. Die Jungs sind nicht am Start gerade alle. Und ich kann hier in Ruhe mein Ding machen. Für viele ist es nicht so actionreich, wie als wenn ich also abends abends stream. Aber es ist mir, um ehrlicherweise zu sein, völlig scheißegal, Digga. Denn dieses Graffiti-Ding, ihr wisst es, ich fühl's zu 1 Million %. Buchstaben in zwei verschiedenen Farben, auch Killer. Safe, natürlich, Digga. Sonnenwende? Ah, gleich ist Sonnenwende, okay. Hallo, Graffiti, bitte zeig dich. Och, nö, Digga. Warum ist es jetzt nicht zu sehen, Digga, hä? Schmutz. Die Frage ist: Ist das. Na, wir probieren es einfach nochmal. Man sieht's doch, ja, aber die anderen Striche nicht, Digga. Weiß nicht, was da los ist. Und manchmal klemmen die Sprühdosen. Manchmal klemmen die Sprühdosen. So wie jetzt. Anscheinend klemmt die Sprühdose jetzt. Egal, dann scheiß drauf, Digga. Guck mal, Digga, es sieht doch einfach wunderschön aus, Alter. Das sieht doch wunderschön aus, Mann. Wir fahren nochmal. Ich will nochmal luschern, was bei dem Raubüberfall am Start ist. Ob da immer noch, Diggas. Was ist denn jetzt los, Digga? Okay. Okay, perfekt. Ah, also, ich bleib dabei. Natürlich sind ADAC-Mitarbeiter im Dienst. Also, das muss ich wirklich sagen, Digga. Das muss dringendst geändert werden, Digga. Sorry, ich bin einmal da gegen die Wand geditscht. Mein Auto ist Schrott. Das macht einfach, Digga. Das macht einfach keinen Spaß. Ich sag's so, wie es ist. Das macht einfach keinen Spaß, Digga. Das nervt extremst, Digga. Also das soll zwar auf realistisch, bla, aber Brudi, das ist einfach nur nervig, Digga. Es ist einfach nur nervig, seine Nuttenmutter. Das nervt, Digga. Das nervt. Nee, die Farbe kann man irgendwie nicht umlackieren.
Der ist aber schnell da, Digga. Komm sofort! Bin sofort da! Bin hier drüben noch, gerade mit der Dose in der Hand. Ja, wir kümmern uns schon mal um Ihr Auto, okay? Ja, perfekt, dankeschön. Super. Moin, der Herr. Moin, was ist denn das für ein Pferdegesicht? Was denn? Wir vergessen die Maske abzunehmen. Oh je. Yeah. Oh. Ja, neuerdings haben wir Einhörner beim ADAC. Was machen sie? Hallo? Oh. Hallo? Was? Wie ist denn Ihr Name? Mein Name? Ja, von Ihnen beiden. Also mein Name ist Peter. Peter? Petersilie. Peter? Nicht Peter, Peter, genau. Olaf. Petersilie. Petersilie, ja moin. Und Ihr Name ist? Richard. Richard? Ja, Richard. Okay. Herr Peter? Ja? Haben Sie mal von einem Kollegen von mir die Freundin gefickt? Der hat mich darauf auch schon angesprochen. Das war Olaf. Ja, nee, der hat mich damit auch schon angesprochen. Und ich habe ihm auch schon gesagt, dass es ich nicht war. Das muss ein Missverständnis sein. Er sagte darauf, es ist ihm egal, da ich nicht nur ihre Möse, sondern auch seinen Schwanz gelutscht habe. Aber ich war es halt nicht. Voll Teufel. Also ein ganz komischer Trupp hier. Der Typ mit dem Einhorn auf dem Dötz, ey. Ey, was denn? Ein Kollege von mir trägt die Maske auch immer. Das sieht genauso dämlich aus. Naja, wer denn? Das Sergen, oder was? Du weißt nicht mehr, wie der heißt. Ich nenne ihn mal liebevoll Dulli. Oh. Bist du noch mal eingestiegen, Richard? Was denn jetzt? Ja, mach mal besser noch. Sonst stehen sie gleich wieder hier. So. Perfekt, ist super. Scheiße, ist hier Sonnenwende. Schönen Tag wünsche ich noch. Dankeschön. Ja, nice. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Ah, Schmutz. Ja, super, Digga. Das hat's jetzt gebracht. Jetzt ist Sonnenwende, Bro. Jetzt ist Sonnenwende. Ja, das war's, Hergen, ihr Idioten. Aber ich glaube, er macht eine zweite Identität oder so. Montes Aaloch mit dem Zweier. Bruder, putz mich mal besser, außerdem klebt die Unterhose an mir und das nervt anders. Montes Oberkörper mit dem Zweier, packt mich wieder aus. Montes Nippel mit dem Zweier, da werden wir wieder ganz hart. Gefällt dir das? Hm? Carson mit dem Fünfer, jo Brudi, woher ist der Ring mit dem schwarzen Einsatz? Den habe ich mir anfertigen lassen, Digga. Habe ich mir anfertigen lassen. Also den kannst du nicht so kaufen. Nur abgehoben. Wie lange streamst du heute? Noch so 1,5 Stunden ungefähr. Wie wild wird RP mit Jens? Ich bin sehr gespannt, wie das RP mit Knossi wird, Digga. Sehr gespannt. Ich habe gestern Abend noch mit Knossi telefoniert auch. Ich bin mal gespannt, wie er das Ganze dann umsetzt, dass er schauspielerische Fähigkeiten hat und eine Rolle einnehmen kann, das ist klar. Ich hoffe, dass es am Ende nicht so ein RP wie von Trimax wird. No front, Digga. Ich liebe Trimax. Ich habe gestern mit ihm telefoniert und ihm gesagt, dass er sich halt einfach auch mal eine Rolle ausdenken sollte, beziehungsweise einen Charakter. Ich habe zu ihm als Scherz gesagt, du kannst dich auch Stefan Raab nennen. Dann meinte er, spinnst du? Dann ruft er mich direkt an und dann meinte ich zu ihm, es gibt jemanden schon in der Stadt, der heißt Jens Knossalla. Seine erste Reaktion, abknallen, alle abknallen. Dein RP ist aber auch nicht besonders. Das ist Ansichtssache, Digga. Das ist natürlich als jemand, der das selber macht, schwer zu beurteilen, als jemand, der es neutral von außen sieht. Ähm, ich,
ich kann nur von mir aus sagen, Digga, ich finde, dass meine RP-Fähigkeiten, gerade die Situation mit der Polizei, Geiselnahmen, Gespräche mit dem Staat an für sich, dass ich mich da schon sehr gesteigert habe, Digga. Du darfst nicht vergessen, es ist kein Hardcore-RP-Server hier. Ich persönlich bin aktuell sehr zufrieden mit meinem RP. Nicht nur von der Unterhaltung, sondern auch von der Professionalität, von der Stimmlage. Ja. Also, wenn man sich die ersten RP-Streams anschaut und wie es jetzt ist, ist aus meiner Wahrnehmung schon eine deutliche Steigerung zu sehen. Dein RP ist super, aber dein Charakter ist nichts Besonderes. Ja, okay. Was hast du denn erwartet? Dass ich einen auf Mr. Bitcoin mache, oder was? Ich habe kein Talent, die Stimme zu verstellen. Och, Digga, der Server ist ja immer noch down. Wie lange dauert denn die scheiß Soundwende, Mann? Ich bin halt ein lockerer Charakter. Also, mein Charakter in RP ist gar nicht so weit weg von meinem realen Charakter, Digga. Olaf Scharf ist einfach auf dem RP-Server jemand, der mit jedem cool ist und einfach Spaß haben will. Und so bin ich im realen Leben eigentlich auch, Digga. Deswegen bin ich auch gestern mit Marcel Herpes so aneinander geraten. Beziehungsweise sind wir des Öfteren schon aneinander geraten, weil er sehr gerne unnötig Stress macht, ich aber nicht, Digga. Obwohl er dich spielt, ja, aber da ist er, also so bin ich in real nicht, Digga. Klar hau ich auch mal jemanden aus Spaß ein Ding im Spiel und sag, oh sorry, aber dieses mit Gangs anlegen und so ist nicht so eigentlich meins, Digga. Was unterscheidet Hardcore-RP von eurem RP? Hardcore-RP hat halt viel mehr strikte Richtlinien, was Schießereien angeht, Verhandlungen mit der Polizei und. Im Hardcore-RP, ich weiß jetzt nicht, was die Strafen sind, ihr habt das jetzt ja gerade zum Beispiel gesehen, es war für uns alle offensichtlich, dass Sergen da ist. Also Noisy, mit seiner Pferdemaske. Und ab und an ist es mir auch schon mal passiert, dass ich jemanden getroffen habe, der eine Maske auf hatte und ich ihn mit dem Namen begrüßt habe, yo, was geht, Cousin beispielsweise. Das darf man nicht. Und das könnte dann bei einem Hardcore-RP-Server wahrscheinlich sogar zu einem Ausschluss führen. Okay, super. Sowohl mein Auto. Ja, nicht schlecht. Au! Ey! Oh, fuck, Alter. Voll auf den Hinterkopf, Mann. Sorry, ich wollte nur gucken, ob alles funktioniert in meinen Gelenken. Ja. Wo sind unsere Autos jetzt hin? Ja, die kamen in die Polen geklaut. Oh, Sans! Ey! Ja, den nehmen wir mit. Ah! Ist der verrückt oder was? Ja, alles gut bei ihm. Aua! Du ein Miststück. Toll. Was war das denn, Alter? Das war ja unmöglich. Ach, Digga, ich schon. Neuer Kontakt. Überfall, frage ich gleich. Alles klar. Was? Entschuldigung, hat irgendjemand von Ihnen was zu trinken? Ja, ich hab genug. Ich hab gar nichts. Es wäre sehr schön, wenn Sie mir was geben könnten. Dafür brauche ich einen Shaker, oder? Kann ich Ihnen einen A geben, ja. Oh, das ist nett, dankeschön. Ich habe 3 Shaker noch. Ah, oh, perfekt, super, dankeschön. Dankeschön. Toll. Ja, ne. Sei es ein bisschen Power nicht machen, super. Bis gleich. Guck mal, ob ich jemanden erreichen kann, der uns abholt.
Dankeschön, super. Ja, ich werde den Weg zu Fuß einschlagen. Das dauert mir alles zu lange sonst. Ja, alles klar. Einen Schönen schönen Tag Tag noch. Ihnen Ciao, noch. ciao. Ciao, ciao. Was ich verkauft habe, ich habe verkauft mein E190 Evo und meine Harley-Davidson. Evo war schön, ja. Das stimmt, Digga. Aber am Ende habe ich dafür einfach keine Verwendung gehabt, Digga. Also, ich habe so viele Fahrzeuge und wäre natürlich auch eine Option gewesen, dass ich Importhändler werde. Das wäre auch eine Option, die ich hätte machen können. Ich habe 19 Millionen für die Harley bekommen. Und so wie es ausschaut, das wäre sehr, sehr schade, das müsste man mal gucken, sind die Graffitis auf der Map weg. Das wäre ein sehr, sehr herber Rückschlag, Digga. Ja, ich sehe kein einziges Graffiti, Digga. Das wäre sehr belastend. Kopfschmerzen beschweren, aber Graffitis wollen. Du, Diggi, sei mir nicht sauer, aber deine Aussage ist relativ lame. Und ich sag dir auch warum, Digga. Und zwar, der Server hier hat so viel Potenzial von der Reichweite, die von den Streamern rübergebracht werden. Und glaub es mir, Digga, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wenn man ein bisschen mehr Ressourcen hier reinsteckt, ein bisschen mehr Bargeld und ähnliches, Digga. Dann könnten hier 1 Million Graffitis auf der Map sein, Digga. Es ist einfach eine Frage aus. Vielleicht liege ich da auch völlig falsch, dann tut es mir leid. Ich glaube aber, das ist einfach nur eine Frage des Preises, der Serverkapazität, ob das möglich ist oder nicht. Und ich habe Sparta, aka Herr Toast, angeboten, dass ich da auch sonst gerne mithelfe. Scheint wohl, als wenn alle Graffitis weg wären. Wenn das der Fall ist, Digga, will ich mein Geld wieder haben. Für jede einzelne Sprühdose, die ich hier in der Scheißstadt versprüht habe, Digga. Ja, alle Graffitis sind weg. Das ist, Digga. Ganz, 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 ganz große Pisse, Digga. Ganz große Pisse, Digga. Ich rufe Sparta jetzt an, Digga, da kriege ich nichts. Abgehoben geht nicht ran. Hat Nasenbluten. Abgehoben, Digga. Ja, eine Arbeit, ja, ich hatte gedacht, dass er samstags nicht arbeitet. Hä? Digga, lol. Der Würfel ist weg. Ah ne, ja moin, aber mein Digga, da ist der Würfel.
Warum ist auf Wagen vorne grau? Ich muss da den Support nochmal reinnehmen. Der schläft noch, das kannst du gut haben, ja. Nee, 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 da muss ich in die Suppe reingehen, Digga, um das Problem hier zu lösen. Naja, hinten ist er auch grau, ich hab's schon gesehen, ja. Wenn er noch einmal an mir vorbeifährt mit der Musik, Digga, knall ich ihn über den Haufen, Alter. Die Nervensäge. Den E55 habe ich noch, aber den E55 werde ich, glaube ich, auch verkaufen, Digga. Auch die Landkarte funktioniert nicht, Digga. Die Bankautomaten und sowas werden nicht angezeigt, ne? Graffitis weg, Digga. Das tut mir gerade richtig in der Seele weh, ne? Das tut mir gerade richtig in der Seele weh, Digga. Richtig in der Seele weh, Digga. Also das schmerzt gerade ins Unermessliche. Das schmerzt sich nur ein bisschen, das tut gerade richtig weh. Richtig weh. Wie schnell fährt er maximal? Kann ich dir nicht sagen, Digga. Hab ich noch nicht probiert. Habe ich noch nicht probiert, Digga. Ihr wusstet doch, dass sie weggehen. Nee, Digga. Das wussten wir nicht. Also, dass Graffiti-Entferner vorhanden sind und dass der Stadt das wegmachen kann, das ist klar wie Klosbrühe, Digga. Aber, dass sie weggemacht werden, alle auf einmal. Nein. Oh, Big Mac. Hier. Ich schick dir den. Schickt dir den Verifikationscode, Big Mac, habe ich. Chat, ihr versteht das falsch. Toast hat zu mir gesagt, der letzte Stand der Dinge, den ich hatte, war, dass Toast zu mir gesagt hat, dass. Wo kriege ich jetzt nochmal einen Verifikationscode? So, Toast hat gesagt, dass alle Graffitis erstmal bleiben und eine Sondereinheit gegründet wird und eine Reinigungsfirma, die Graffitis wegmacht. Das war der letzte Stand der Dinge, Digga. Es war nie davon die Rede. Es war nie davon die Rede, dass das auf einmal alles verschwindet. Ich weiß alle mit dir geschmolzen. Hallo! Das gefällt ihm gar nicht, Digga. Das hat denen gar nicht gefallen, Digga. Die Idis haben den Unfall gebaut, oder was? Nee. Ah, Dave ist anscheinend wieder im Dienst. Perfekt. Flo, das hat nichts damit zu tun, dass ich heute Abend nicht in der Stadt bin hier. Weil die Neuen am Start sind, sondern weil ich heute was mit der Süßen mache, Digga. Das ist der Grund. Oha, das Motorrad eben. Weiß nicht, was du meinst, Digga. Hab kein Motorrad gesehen gerade. Vielleicht hast du bessere Augen als ich.
Hallo. Hallo. Was ist los? Warum pittest du uns? Was? Warum du uns pittest? Du bist uns mit 300 hinten reingefahren. Ja, war... Vor 2 Minuten. War bei mir nicht so ersichtlich, wenn du verstehst, wie ich meine. Ach so, okay. Ja, dann passt. Du weißt ja, wie das manchmal ist, Digga. Ja, ich weiß. Nee, alles gut. Dein Kofferraum ist auf. Achtung. Ja, damit will ich besser hören, ist ja offen. Ach so. Ja, moin. Den Trick kann ich noch gar nicht. Oh, perfekt. Gut, alles klar. Ciao, ciao. Jo, ciao. Klassiker-Ausrede. Ja, aber auch ist doch alles gut, Digga. So klärt man das vernünftig, Digga. Ohne Stress und gut ist. Ja. So klärt man das vernünftig, ohne Stress und gut ist. Relativ simpel. Mein Parkplatz, Digga. Lackierung ist komisch. ja, Bruder, das ist irgendwie, da muss ich nochmal in die Suppe gehen, Alter. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Das ist übelst nervig, Digga. Fallschirm um? Der wurde überfahren, Digga. Nee, Colin, das stimmt nicht, Digga. Nach einem Server-Restart können auch die Graffitis bleiben, Digga. Yo, hier ist Rauchverbot, Digga. Oh man. Yo, hier ist Rauchverbot, Bruder. Ehrlich, Bro? Nein. Okay, Mann. Wieso hast du denn noch einen Fallschirm rum? Das ist kein Fallschirm, das ist mein Rucksack. Dein Rucksack ist das? Mein Sportrucksack, Bro. Den fühle ich aber vorne mit dem Dings. Finde ich auch. Der hat diesen anderen guten Halt. Ja, Mann. Was hast du in deinem Rucksack drin, Digga? Hast du da ein bisschen Weed vielleicht? Vielleicht, Bro. Bist du ein Bull oder was? Verdammt. Was? Nein, kein Bull. Scheiß Bulle? Hast du einen Bullen gesehen, der schon mal einen Rolls-Royce gefahren hat? Ja, Mann. Hast du schon mal? Oder AMG oder so eine Scheiße. Ja gut, AMG und Rolls-Royce, aber guck mal, da sind die Bullen, Digga. Die ja, scheiß Wichser, Alter. Oha, da gibt's Ärger. Ja. Lass mal rüber, da gab's eine Schlägerei, Digga. Der fickt ein Blaubeer, Mann. Ey, yo! Chill mal, Mann. Der hat dich angegriffen. Ich wollte gerade sagen, ihr seid doch gerade noch freudestrahlend an uns vorbeigelaufen. Ja. Da hat er mich angegriffen, hat er nicht mehr aufgehört und da musste ich an meiner Taschenlampe hauen und ich hätte es nicht anders lösen können. Ach, herrje. Hey, yo, dann. Was hast du gemacht, Bro? Was geht, Mann? Was geht? Habt ihr schon einen Mediziner gerufen? Habt ihr einen Mediziner gerufen? Nein. Dann ruf mal einen Mediziner. Wiederbeleben. Du bist doch Vito, oder? Vito was? Was ja, Mann, ich bin Vito. Also wirklich. Ja, ich rufe jetzt die Medizin, alles gut, ja. Hey, Kaio, ja. Mann. Was und einer geht? Von den Rumstehenden könnte ja schon mal Kaio, Bro. Machen. Nicht viel, Bro. Ich muss zum Autohaus. Dein Kollege holt mich ab, da muss ich ein Sie Auto holen. Sie können doch die Mund-zu-Mund-Beatmung machen. Sie sind doch hier im Einsatz. Mach das. Ja, aber ich bin im Einsatz. Also Sie, im Einsatz ich machen Sie keine Mund-zu-Mund-Beatmung. Die Mund-zu-Mund-Beatmung sowieso nicht, weil das nicht mehr aktuell ist. Es geht Mund-zu-Nase, weil alles andere unhygienisch ist. Also sagen Sie, der auf dem Boden liegt, ist Schmutz. Das nicht, aber es ist einfach aus den hygienischen Grundlegen nicht mehr aktuell. Wie ist denn Ihr Name, wenn ich fragen darf? Zimmermann. Frau Zimmermann und Herr Zimmermann, ich kenne Sie doch. Aber es ist nicht Herr Zimmermann, ich bin heute solo unterwegs. Achso, nee, ist klar, aber ich kenne ja auch Ihren Ehemann. Ich glaube, wir haben uns letztes Mal, sind Sie nicht mit dem Motorrad gefahren oder so, kann sein? Ja, wir haben uns schon 2-3 Mal in der Stadt gesehen, auf jeden Fall. Ah,
Alles klar. Boah, was ist das denn für ein Ferkel da vorne? Ist ja wohl widerwärtig. Und dann soll ich mich da runter bewegen und erste Hilfe machen bei solchen Aktionen. Das war ihm egal, Bro. Ich wollte, dass du mich mit Geld überschüttet. Ist ja wohl widerlich, Junge. Machst du das noch einmal, muss ich dir vor der Polizei ein Ding hauen. Was zahlst du dafür? Was zahlst du dafür? Ich zahl dir eine Faust dafür, wenn du das nochmal machst. Diesen Big Booty. Sie haben die Erlaubnis, Herr Schaf. Boah! Du Arschloch, Alter. Eine reicht aber, ja? Ich darf auch eine zurückgeben, oder? Negativ, dürfen Sie nicht. Das ist dann Körperverletzung. Was soll das denn jetzt? Ja. Sie haben provoziert. Wartet jetzt, du wirst nicht meinen Ultra-Trick sehen. Guck jetzt zu, okay? Ich will keinen Trick sehen, Digga. Guck jetzt deinen Trick an. Ich sag dir schon mal, es hängt mit deiner Gitarre zusammen. Ich bereite mich mal gerade drauf vor. Ich hab heute schon mal so einen Trick. Digga. Wir sind doch. Ah, okay. Jo, Mann. Ich kann immer noch nicht über den vierten Finger was machen. Kannst du der was machen? Der Arschbohrer mit der Gitarre. Warte, hau ab, Alter. Ja, aber Dispatches annehmen oder so. Wir werden noch eine Dispatches angezeigt. Ich dachte, das wäre die Liste der Kollegen. Bruder, ich lass morgen vielleicht darüber. Kommt mal einmal ganz kurz beiseite. Scheiße. Sag mal. Vito, Alter, was ist dein neuer Kollege? Hä? Ich weiß gar nicht mal, wie der heißt, Bro. Ich bin Olaf. Olaf, moin. Wo ist denn dein Kollege, mit dem du da eben im Auto warst? Der wollte zum Autohändler, Mann. Zum Autohändler? Ja, Mann. Hast Vito, du seinen... Mann. Wie heißt denn der? Caillou, Mann. Ich nenne ihn Caillou, ich weiß nicht, wie der heißt, Bro. Jungs, reicht, bitte. Ja, mit dem weißen Pulli, komm mal her. Jo, was geht denn hier? Komm mal her mit dem weißen Pulli. Jo, Mann. Hier, nein. Was ist das? Oh, Mann, mich alle. Ich auf dem Bike, komm her, warte. Ey, was mal. Geht? Kennen wir uns nicht von gestern? Ja, Mann. Von gestern Abend, ne? Mich kennen alle, Mann. Was hab ich gemacht, Mann? Ganz kurz, der Herr mit der schwarzen Weste, würden Sie einmal noch mal ganz kurz mit uns mitkommen? Wir müssen das ganz kurz noch klären hier. Verdammt. Ey, was machst du, Bruder? Alles gut bei dir? Ja, ich muss gleich pennen, Bro. Was? Warum das? Ich muss Termine, Junge. Termine. Fuck. Verdammt, ey. Bei dem, Termine beim Schlafen, oder was? Termine, genau. Ja. Okay. Weißt du, Mann. Irgendwann sehen wir uns wieder, Bro. Ja, gut. Ja, Mann. Auf jeden Bruder, Fall. Bruder, wie hieß du nochmal? Vito. Ah, ja, genau, stimmt. Vito, ne? Ja, Mann. Ja. Warte, Nachname? Wie hieß der Nachname nochmal? 420. Ah, ja, genau, stimmt. 420. Psst, ich glaub, der ist ein Bulle, Bro. Wer? Hinter mir. Nö. Schnauze, Alter, ja, ich bin alles andere als ein Bulle, du. Warum sollte keine Scheiße, sein? Digga. Ja, okay, ich vertraue dir, Bro. Der hat da nicht meine Weste an, ne? Hast du Weed? Ich hab keinen Weed, Digga. Ne, ich hab. Lass mich mal kurz gucken. Ich hab noch Jägermeister, willst du einen saufen? Sie müssen ihn nachher hochholen, das ist klar. Ich hasse Alkohol. Nee, hab ich nicht, Digga. Ein großes Hämatom auf dem Schmerz. Das grüne Brokkoli, Bro. Einmal ihren ja, beste, Bruder. Ja, Mann. Was ist ihr Oberteil? Hast du Weed? Ne, Mann. Boah, wir können ein bisschen eine Runde beispielen, wenn du willst. Halt dich fern von mir, oder du liegst. Was so, für uns? Halt mal hier von entfernen. Geh weg, Junge. Es geht hier aber, ey. Halt's Maul, ich muss so 150 Einheiten wegen dir sitzen, Junge. So, guck, jetzt siehst du ja einmal auf der Brust, da hast du ein großes Hämatom, Digga, also einen so großen knapp. Blauen Fleck. Ich hoffe, fast meine Pistole rausgekommen. Also ein Bluterguss, richtig, in die kleine Eder schon geplant. Meinst du so? Dann machst du einmal. Ja, pass auf, Digga. Alles gut, Jungs, ich hab einen Waffenschein, Digga. Warte mal, war das ein Spezialkaliber? Ja, Waffenschein, Digga, alles gut. Vielen Dank, Medic. Warte mal, aber Spezialkarabiner geht nicht für Dings, ne? Waffenschein. Doch. Nein, komm her. Doch. Das ist eine Kriegswaffe. Ja, mit gutem Reden kriegst du alles hin, Digga. Ja. Vertrau mir, Digga. Okay. Das ist kein Problem. Gib dich einfach als Bundeswehr aus. Nö, das nicht, Digga, aber die Bullen haben doch selber keine Ahnung, welche Waffen so. Ich hab noch, Bruder, ich sag dir so, sogar einmal beim Überfall hatte ich die Waffen dabei, wenn mich nicht alles täuscht. Auch den Kollegen hier. Boah. Und ich habe die Waffen aber beim Überfall nicht benutzt. Verstehst du? So. Und sie haben sie mir dann einfach wiedergegeben, Digga. Wow, tolle Polizistin. Bruder, was geht? Boah, was geht jetzt ab, Digga? Platzversammlung los? Hast du den Verlust von gestern vertragen? Welchen Verlust? Wir haben gewettet gestern. Ja, Bro, ich habe 10 Millionen plus gemacht. Ach, du hast ja 10 Millionen plus gemacht, Digga. Mhm. War ein geiles Event gestern, oder? Ja, das war richtig, Baba. Muss das ich nochmal, Digga. Ich habe jetzt eigene... Was wolltest du sagen? Der Kämpfer, das ist jetzt mein Kämpfer, Digga. Welcher Kämpfer? Ich hab schon Taktik, wie ich den nächstes Mal einsetze. Was der gewinnt du? Jeden Kampf. Dieser Timo.
Ach so. Der gewinnt jeden Kampf. Hat er gestern jeden Kampf gewonnen, oder was? Ja, ja. Hat er so eine Spezialtechnik, oder was? Jungs, seid ihr Kollegen von James? Keine Ahnung, wie er das macht. Aber das ist halt gut. Ey, ich hab eine Taktik schon für nächstes Mal. Hey, Sibi, was geht? Ey, Jungs, was geht? Gang hier am Start, oder was? Jo, holla der Gangshit. Wer sind die anderen beiden? Der und der. JP. Ah, JP und der? Silas. Attila und Silas. Ja, JP habe ich nicht erkannt, weil er seine Sonnenbrille auf hat und ich seine roten Augen nicht sehe. Ja, das stimmt, das aber den erkennst du an der Stimme, egal was er anhat. So wie der ja, aber er hat ja nicht mit mir geredet. Was geht, was machst du hier? War gerade aufgewacht, bisschen rumgefroren, schauen was so geht. Ich glaube, Bruder, ich habe mich gerade aufgeregt, bei der Sonnenwende sind alle Graffitis verschwunden, Digga. Ehrlich? Ja, gefühlt 100 Millionen Jahre und 100 Millionen Euro da reingesteckt, ja. Digga. Ja. Da muss ich das ist immer ein geiles Gefühl, wenn man irgendwo rumsprüht, fällt rum und dann sieht man das Ganze. Ja, safe. Und mir wurde auch vom Staat gesagt, dass eine Einheit von der Polizei gegründet wird und Graffiti-Entfernungsfirma. Und dass die Graffitis erstmal stehen bleiben. Und jetzt, Digga, komme ich gerade wieder und alles ist weg, Digga. Da habe ich schon versucht, Telefonkontakte spielen zu lassen, aber leider geht da noch niemand ran. Ja, vielleicht gibt es bei den nächsten Sonnenwende wieder. Manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen. Wer weiß. Ja. Das ist nicht krass. Alles weg. Ich hab dir einen Gibbet. Ja, aber ich kann mir den gar nicht einhauen. Wie kannst du nicht reinhauen? Ah, stimmt, die Routen funktionieren ja wieder nicht. Und deswegen kann ich mir keinen Joint einhauen. Ja. Also, dies für eine dumme Scheiße. Hey, Jungs. Denk ich mal Kosmos weiter. Hey, JP, diesen Trick muss ich dir noch zeigen. Er smoked doch. Du brauchst jetzt einen. Ja, ich smoke ein. Ja, aber ich wollte richtig smoken, weißt du? Also richtig. Ja, Bro, warte, ich zeig euch jetzt. Okay, Jungs, dann hau ich mir jetzt auch einen Jägermeister rein. Oh, geil. Bruder, hau mir quasi einen Jägermeister. Ey, quatsch uns nicht zu jetzt, Digga, wir sind am Saufen. Ja, hau ab jetzt, wie gesagt. Wieder ein richtiger Jägermeister. Verpiss dich mal jetzt. Wenn Olaf sagt, du sollst nicht quatschen, dann hau ab, sonst knallst du. Ja, JP, ich wollte dir noch was zeigen. Hau ab. Das ist mein Wibbelpork. Ein Wibbelpork, Alter. Ja, für ein Gibbet reicht nicht, ne? Dann nimmst du einfach den zweiten. Schickst in den Mauern und raus dann zwei, Digga. Ah, hopp. Ach, Digga. Boah, Bruder, das Zeug ballert aber anders gerade. Ja, du bist Junge, in der komplett dicht. Den Jägermeister? Ja, Bruder, ich habe auch noch nichts gegessen, halt auf leeren Magen. Knall das Zeug aber nicht anders. Sehr gut. Das gefällt mir. Hab auch schon Kritz, viel Alter. Intus. Ich muss kotzen, glaube ich. Ey, was sagst du? Sag nichts gegen Lakritz, du, wie gesagt. Junge, was? Lakritz, beste, Digga. Lakritz schmeckt gut. Wer jetzt hier was gegen sagt, kriegt Ärger. Lakritz ist scheiße. Ey, Junge. Ich mochte euch immer, aber das ist jetzt gerade Jungs, also, schon eine Kriegserklärung, Digga. Ja, ich bin auch kurz davor. Also ich sag dir ehrlich, Bruder, wenn du das nicht fühlst, auf dem Weihnachtsmarkt Salmi-Lollis, Digga, Bruder, dann bist du aber nicht von dieser Welt. Oh, nee, Digga. Was für ein Lolli? Salmi. Nee, gar nicht. Das ist Lakritz mit Schokolade überzogen, Digga. Digga, das ist ja nichts, was es gibt. Aber ich mag Lakritz. Ich mag von Haribo diese Lakritz-Dinger, diese Schnecken, die sind gut. Die fängt auch gut. Die haben schon im Kindergarten gehasst, Digga. Die Jungs waren die immer alles, die hatten noch so 50 von diesen Lakritz-Dingern, weil niemand die aber haben wollte. Ey, Bruder, was übertreibst du denn? Du hast einen Joint im Mund, Digga, und hast einen in der Hand, Alter. Du brauchst zwei gleichzeitig, Junge. Was bist du für ein geisteskranker Motherfucker, Digga? Holy shit. Ja, das ist Attila, das ist ein Pack, ja. Eine im Maul und einen anderen noch in der Hand. Alter. Gar nichts. Ja, einer Ball. Und dann willst du mir was erzählen gegen Lakritz, du Wichser. Sepp, öffnen mal die Box. Ja, bam, auf Ise. Oh. Du Wichser, ey. Du bist ein Wichser. Ist ein Wichser. Alles, Wichser. Oh, bah. Ja. Und ich sollte ein Trauzeuge machen bei deiner Hochzeit, du Miss. Ja, natürlich. Willst du heiraten, JP, oder was? Ja, ich heirate im Kino. Oha, Digga. Ja, ich muss mir, aber ihr müsst mir mal sagen, wann ihr das macht, damit ich mir eine Rede verbreiten kann. Ja, ich hab's fünfmal geplant, die hat fünfmal abgesagt. Jetzt ich sag das mir. Ja, abgesagt. Ja, also sie hat gesagt, sie hat keinen Bock, dass da viele Leute sind, aber ich hab gesagt, das muss sein, Junge, unter der Familie. Und dann hab ich halt gesagt, ich mach gar nichts mehr, ich hab jetzt fünfmal geplant, fünfmal hast du keinen Bock, jetzt musst du alles planen. Ja, jetzt hat sie eigentlich schon relativ viel geplant, sie muss halt noch das Datum und alles bestimmen. Aber, Frauen. Macht ihr erst Sex vor der, nach der Hochzeit? Der JP hat noch gar keinen Sex gehabt, Olaf, musst du wissen. Ja, ich glaube auch, Digga. Ja, der wollte sich. Ah! Du Wichser! Das ist doch wahr, oder nicht? Nein, hä? Als ich letztens noch bei deiner Schwester war, hat die mir gesagt, dass du noch nie eine Frau hattest. Digga, was für eine Schwester, Digga. Wir hätten dich verarscht. Hey, Jungs, ich krieg den Joint nicht mal los.
Der lebt an mir. Das hast du von Attila, von JP, ja, den ganzen Tag am Kissen. Der liebt dich, Digga. Oh, Bruder, das ist der Johnny seit jetzt eins. Was liegt denn der Penner da vorne auf dem Boden, Alter? Ist er ohnmächtig geworden, oder was? Keine Ahnung. Ich hab erstmal gedacht, der Big Sosa. Schauen wir mal nach. Ich bin verarscht von Big Sosa. Junge. Ah, ja. Ja, perfekt, hallo, super, ey. Digga. Danke dir. Moin, moin, hallo. Du liegst nie rum wie ein Wurm. Du schläfst hier. Na gut, dann ruhig. Was macht der? Nicht stören. Der sieht aus wie so ein, der schläft hier. Wie so ein Big Sosa Fake. Ich schwöre sogar. So ein bisschen sieht so aus wie Big Sosa. Dein Frisur ist so ein bisschen so wie die von Big Sosa. Nein, Mann. So, komm mal her, Digga. Schau mal richtig, Bro. Komm mal her, Digga. Wie ist denn der Name? So, ist ja, das schön. Warum hört sich jetzt irgendwie Ja, von dem ganzen Bier, da muss man aber auch manchmal einfach. So ey, Homie, Homie, Homie. Da habe ich einen Druck, das gibt's gar nicht. Ich hab weißen Pulli, yo. Ah, Silas, du wie gesagt. Homie, hör auf, Mann. Ey, Sepp. Ja, Freilich, was ist das? Woran liegt's denn eigentlich, dass jetzt jeder Dritte irgendwie so einen ganz komischen Akzent hat? Ja. Der redet wie so ein Upcracker. Immer mal so, Digga, was suchst du? Ich weiß selber, warum das so ist. Digga, irgendwie jeder Dritte. Ja, Oldschool? Das ist so schlecht. Ja, verdammt, Mann. Wie ist jetzt jeder Zeit? Ja, so redet ihr. Ja, momentan. Aber ist ja nicht schlimm, solange es kennt, passt doch. Das einzige Oldschool-Auto, was ich noch da habe, ist ein E55 mit einem Dreier-Chip. Oder ich glaube, hat er einen Dreier-Chip. Ah, du meinst den lauten? Ja, ja, genau, richtig. Ja, der hat keinen Chip, der ist speziell. Der Jungs, der eigentlich hat auch auf eine fette Wette. Aber den will ich halt abgeben, weil halt, und das würde dann auch für dich nicht in Frage kommen, das ist ja das Fraktionsauto von den Hasslern, glaube ich, jetzt mittlerweile oder so, Digga. Da fährt ja jeder ein E55. Ja, nein, ich würde es trotzdem kaufen. Der hat aber Chip, ne? Nein, der hat keinen Chip, der ist der 380 so fährt schon. Nein, der hat Zweier, ich hatte den selber, der hat Zweier Chip. Ja, der hat keinen Chip, Digga. Meiner hatte Zweier, Bruder. Nein, der hat keinen Chip. Das Spezielle an dem Auto. Stand aber bei mir in der Garage. Ja, trotzdem. Aber was willst du denn ausgeben? Okay, ich kenne die Preise nicht so genau. Aber wie viel fährt der? Ich auch nicht, Digga. Da musst du mal Mujo fragen, Digga. Ich kann euch Preise sagen. Von welchem Auto? E55. Mit dem ja, ich hab meinen für 27 überteuert verkauft. Oha, Digga. Das war halt überteuert, aber... So normal sind so, ich hab den für 20 gekauft bei Lost. Oh nein, das ist ein bisschen zu viel, Digga. Dann, Digga, du hast gestern 10 Millionen teuer, gewonnen, Alter. Ja, aber trotzdem, ich hab mir gestern ein Haus gekauft für 20. Was so? Ja. Für dich? Ein Haus, ja, für mich. Für dich alleine? Reinmachen kann. Ja. Wie viel Quadratmeter? Keine Ahnung, ich glaub 400. Voll Achtung, Digga. Was seid ihr eigentlich aktuell alle mit eurem Villentrip? Ey, Mujo, Digga, das ist ja bald noch die Moderation unten im Keller. Mujo ist jetzt Nachbar von Olaf. Von Herr Toast, sorry, das ist ja noch ein Olaf hier. Das sind diese Nachbarn jetzt. Ja, der hat eine fette Villa. Dings, Mujo hat jetzt? Jetzt so eine fette Villa. Alles gut bei dir? Um Gottes Willen. Kurz mir halb auf den Schuh, der Hitler. Hat wahrscheinlich wieder aus seinem Dings getrunken, wo eine halbe Kippe drin ist, der Ekelhafte. Ich wüsste. Genau so ist es. Das Anwesen von Mujo. Das Anwesen von Mujo könnte ein Frack anwesend sein. Ich schwör's dir, das ist so groß. Was sagst du? Das Anwesen von Mujo schon ein Frack-Ding sein. Ja. Groß. Ist das nicht mit dem Pool hinten und dem Whirlpool? Da ist ein Pool auf jeden Fall hinten. Das drin, ist da, wo wir mal waren. Weißt du noch mehr? Es ist das von Sosa. Ja, genau. Das hat er gekauft von Sosa. Ja. Weißt du, auch keiner, warum Sosa das hat, aber passt schon. Ey, Olaf, Jungs, will einer von euch ein S500 kaufen? Was kann der? Ey, wisst ihr was, ich brauche eigentlich so eine G-Klasse oder sowas, ja, was kann ich alles. Seit Tag 1 noch diesen Mercedes von Toni Kroos. Ja, diesen 100.000 Euro Ding von Toni Kroos. Ja, den habe ich mir einmal gekauft und seitdem auch nie wieder verkauft. Servus. Jo, was geht ab, ihr Wichser? So unhöflich hier. Du bist immer so frech. Hast du schon was rausgekriegt wegen der E-Klasse? Na, schauen wir gleich nochmal nach. Easy, alles klar, lass dir Zeit, aber melde dich dann. Ja, jetzt haut's ab und nervt mich nicht, wie gesagt. Ja, was ist los mit denen? Ist die irgendwie high oder so? Die lässt sich einfach beleidigen und lachen danach, hä? Ja, das ist... Das sind Vollidioten, hä? Was soll ich jetzt sagen, JP? Das sind alles Fanboys, scheiße. Ist doch gut, ist doch witzig. Wer wollte den S500 nicht, verkaufen? Du beleidigst die lachen, hä? Ja, das hat aber keinen Chip, Digga. Achso, ja. Okay. Olaf. Ja? Ich drück dir direkt 15 Millionen in die Hand. Für was? Für den E55. Boah. Jetzt direkt.
Nee, Digga, ich will nicht unter Wert, weißt du? Wir müssten einfach uns auch nochmal erkundigen. Der Markt hat sich ein bisschen geändert, dadurch auch, dass der E55 jetzt mittlerweile relativ oft in der Stadt ist. Was heißt relativ oft, aber nicht mehr so selten wie früher. Da müsste man definitiv sich nochmal erkundigen. Wenn du jetzt ein spontanes Geschäft haben willst, würde ich jetzt sagen 18 und Abfahrt. 18 ist auch stabiler, Tille. Ja, aber 18 ist auch schon viel. Aber ist stabil für den, glaube ich. Ja, nein, das Auto gibt es jetzt wieder öfter, das ist das Dumme. Ja, aber das Auto gibt es nicht so in der Variante. Also du siehst ihn zwar ein bisschen öfter, aber nicht mit dem Sound, Digga. Und nicht mit der Geschwindigkeit. Und ich kenne drei andere Leute, die den haben. Auch mit dem Sound? Sound? Ja. Den gibt es ehrlich jetzt öfter. Mujo hat einen, Brown hat einen, du hast einen. Aber was? Anderen, seinen Namen habe ich vergessen. Was hast du denn noch an Waffen? Was kannst du mir für Waffen geben? Waffen, ich hab noch Ballpop. Eine. Ey Jungs, hat euch, ganz kurz, hat irgendwer von euch aus dem Schafter letztens eine Karabine und eine abgesägte Schrotflinte genommen? Ihr habt nämlich meine Sachen da drin liegen lassen. Vielleicht liegt's noch drin. Na, hab ich geschaut vorhin. Ja, so, egal. So viele Waffen habe ich jetzt auch nicht mehr. Ich hab nur Langwaffen. Wert? Wieso das hier? Die ist 2 oder so, das ist die von Bundeswehr. Aber das ist eine Kriegswaffe, ne? Die Longe ist das. Nein, das ist keine Kriegswaffe. Oha, was ist denn hier los? Ist keine. Oder Kriegswaffe ist nur MG und Granatwerfer und ich hab gehört, dass auch noch Raketenwerfer gibt. Oha, drüben ist Schießerei, Digga. Er hat den Bullen abgeschossen. Er hat alle gefickt. Digga, er ist so im Arsch. Er hat die Bullen gefickt. Ja, aber die Bundeswehr ist jetzt da. Jetzt ist er so. Oha, Digga, was da los ist, Alter. Geil! Schnappt euch, Schwein! Ja, Digga, oh mein Gott, wie kamen gerade so viele? Digga, was war denn hier los, Alter? Er hat einfach den Bullen abgeknallt. Was hältst du davon? Wir machen 15 Millionen plus die welche Waffe war das nochmal? Ah nein, Mann, das ist ein bisschen zu viel. Ich will auch die Waffe eigentlich behalten. Ja, Bro, ich hab nur eine. Die gibt's halt nicht so auch nicht. Und was hast du für Langwaffen? Ja, Langwaffen normal, ne? AK-Karabiner. Karabiner wird wie viel gehandelt aktuell? 1,1 oder so. Nein, nicht so viel, Digga. Doch, das sind die Waffenpreise aktuell. Ey, das ist ganz normal für eine Spezi 1,6. Willst du eine Sniper kaufen, Olaf? Nee, Digga, ich hab immer zu viel. Ist Sniper mit Waffenschein legitim? Nein. Ja, okay, dann scheiß drauf. Eine Spezialkarabiner? Nee, Spezialkarabiner hier. Hab ich. Ja, das ist doch Ballpapp. Ja. Welche Spezial? Warum hast du die Ballpapp? Hat mir Mr. Bitcoin geschenkt. Nachdem er mir eine halbe Stunde wieder Geschichten erzählt hat, Digga, als kleine Entschädigung. Wenn du dem fragst, wie es dem geht, erzählt er 2 Stunden. Ja, Bruder, dann kannst du dir noch ein Toastbrot nebenbei spielen. Ja. Aber Bruder gehört halt dazu, ne? Ja, gefällt einem aber auch. Mhm. Manchmal ein bisschen anstrengend, aber ansonsten sehr, sehr gut. Ey, lass es doch so machen. Geht's noch oder was, Digga? Nur weil dir der Preis nicht gefällt, musst du gleich gewalttätig werden, Junge. Attila, entspann dich, nur weil das jetzt den Deal gegeben hat. Der gönnt mir nicht, Digga. So abgehoben, sag dir ehrlich, Digga, für dich jetzt 30 Millionen, jalla. Und Attila, ich sag dir ganz ehrlich, nachdem du über Lakritze so sprichst, braucht er ein Wunder, wenn er 3 Millionen mehr draufklatscht, du Depp. Also, ich hab gesagt, ich liebe Lakritz, Digga. Ich würde dir noch folgenden Vorschlag machen: 15 Millionen Cash und 3 Karabiner, 3 Langwaffen. Dann sind wir bei Bleib etwas. Du, dann kannst du mir eine schenken. Dann sind wir bei knapp 18 Millionen, etwas über 18 Millionen. Ich denke, das wäre ein fairer Preis, Digga. Lass mal noch ein bisschen überlegen. Ja, Bruder, das Angebot zählt nur jetzt. Um was für ein Auto geht's überhaupt? E55. Der mit dem lauten Sound. Was sagst du? Ich glaube, ich hol's, weil ich vermute auch, dass das Auto will ich eigentlich für mich selber zum Weiterverkauf, aber ich glaube, die Preise werden eh bald sinken. Deswegen wär's ein bisschen. Dann hol ich's lieber doch nicht. Ach, Digga, mit dir kann man nicht. Weil ich glaube, ich krieg dann auch nicht weg, weil die Leute aktuell haben auch nicht mehr so viel Geld. Also, letztes Angebot, so, hör zu. Letztes Angebot, Digga. 15 Millionen plus 2 plus 2 Karabiner. Nein. Scheiß drauf. Scheiß drauf, Digga, ganz ehrlich, Alter. Ich werd so morgen den Crips joinen, Kappa.
Da schieße ich dich um, Digga. Viel Spaß bei den Clips, da geht gar nichts. Ja gut, okay, easy. Du willst aber auch nur alte Fahrzeuge, ne? Ja, neue geht auch. Das ist, ja, guck mal da drüben. Nix. Was ist das? Rolls-Royce, eh? Rolls-Royce. Ja, ist geil. Was für ein Chip hat der? Dreier. Wie viel fährt der? Noch nicht probiert. Und die Beschleunigung ist langsam oder schnell? Ganz gut. Weil manche Igos beschleunigen sehr langsam. Nö, der ist schon nicht schlecht, Digga. Ich habe auch noch einen Bentley Continental GT, aber es ist nur ein Dreitürer. Ich muss mir mal deine Autos anschauen, sind die alle hier? Ja, die sind alle hier, Digga, aber... Kannst du mal auspacken? Nee, hier sind die nicht, Digga. Die sind bei euch in der Hood, in der Garage. Achso, ja, dann können wir... Aber wenn du sagst, 15 Millionen ist dir schon zu viel, Digga, die Autos sind, also der und der Bentley Continental und den Maybach, den ich habe, die sind noch teurer, Digga, ne? Ja, das stimmt, ja, dann scheiß drauf. Scheiß drauf, Digga. Also, man müsste ein Autohaus machen mit Olaf und Mujo. Das gibt's ja gar nicht, was die den ganzen Tag an Autos verkaufen, das habe ich noch nie erlebt. Nein, Mujo, Digga. Mujo, die verkaufen ja mehr Autos als Autos. Na Bruder, ja. Ich sag mal so, es ist ein legitimes, gutes Geschäft, um sich Kapital aufzubauen, ne? Ja, das stimmt. Ja, ich hab bisher auch mein Geld gemacht. Vorgestern hatte ich noch 50 Millionen auf Konto, hab mir ein Haus gekauft. Und jetzt habe ich noch 30 über. Ja, ja. Ey, seit 5 Monaten mit 1 Million rum, das wird nicht mehr und nicht weniger. Ja, du musst ein bisschen Ding. Ich brauche sowieso nichts, ich hole mir eh nichts. Ich brauche kein Haus, brauche kein Auto. Nur Geld gemacht, weil ich auch vorher Geld hatte, ein bisschen. Ich hab einen abgezogen, Wie viel? Ich habe ihm 4 Sniper, 2 Spezies und 2 Pumps abgezogen. Das schmeckt. Ja, und dadurch hatte ich Stadtkapital so und konnte halt ein bisschen mit Autos handeln. Das schmeckt, Digga. Hab mir jetzt ein Haus gekauft, 20 Millionen. Hast du dir das von Soße gekauft, oder Attila, flex nein. Flex noch mehr, du Wichser. Ich hab das von Mujo gekauft. Mujo hat das von Soße gekauft. Ah, okay. Ja, es gibt keine Häuser. Das ist das Haus, was am nächsten ist an unsere Hut. Und da tue ich einfach nur Waffen rein. Ich habe nicht mal Möbel oder so drin. Das ist einfach nur mein Waffenlager. Naja, ich verstehe, ja. Und an Häusern kaufen ist ja auch nichts Schlimmes dran. Das Geld hole ich ja eh raus. Wieder, also. Naja, safe. Gut, Jungs, ich fahre jetzt erstmal zu euch in die Hund nochmal wegen Autos und so. Ja. Lasst euch gut gehen, Digga. Wir hören uns. Das Olaf. Ciao. Hau rein. Autohandel ist halt ein schönes, legitimes Geschäft, um Kapital aufzubauen, ne? Finde ich so, weißt du? Das ist eigentlich wirklich ein easy Business, Digga. Jetzt hier überhaupt, Digga. Achso. Pay to win halt. Nur was heißt Pay to win, Digga? Normalerweise ist der Importhandel ja auch dauerhaft auf. Jetzt aktuell ist er nicht dauerhaft auf, aber normal, wenn der Import offiziell auf ist, hat ja jeder auch die gleichen Chancen. Aber ja, natürlich, Digga, aktuell. Aktuell ist diese Möglichkeit nur wenigen. Sehr wenigen. Ja, perfekt, zweimal bezahlt. Danke dir, Digga.
Eine Farbe habe ich noch nicht im Kopf für die Gang, Digga. Nein. Haben wir noch nicht. Oder den finde ich so hübsch, Digga. Ich sag's euch so, wie es ist. Den finde ich so fucking hübsch, Digga. Die Frage ist, ob man den vielleicht sogar noch einen kleinen... Ob man den sogar vielleicht noch einen kleinen Pearl-Effekt gönnt, Digga. Also einen kleinen, dezenten Pearl-Effekt, Digga. Wird auch ganz geil kommen, ne? Können wir mal auschecken. Ich sag euch so, Digga, die ganzen anderen Graffiti-Sprüher, Elino, Clown, aka Morty, Dimitri und so, Digga, die werden so abkotzen, Digga, wenn die ganzen Graffitis weg sind. Und einer meinte vorhin, oder einige hatten geschrieben, das hat nichts mit der Sonnenwende zu tun. Die Bundeswehr hat über Nacht alle Graffitis weggemacht. Also als ich in die Stadt gekommen bin, vor der Sonnenwende, waren alle Graffitis noch da, Digga. Nach der Sonnenwende waren alle weg. Hier geht gar kein Pearl-Effekt. Eventuell geht das nur beim Dings. Nur beim ADAC. Glaubt ihr, es geht beim ADAC? Puh, schwierig. Fahren wir mal hin. Jetzt muss man mal privat abklären, Digga, was da jetzt genau los ist mit den Graffitis. Digga, der Wagen macht so Spaß. Heute Abend noch streamen, nee, Digga. Heute Abend gibt's keinen Stream. Heute Abend ist Freundin. Eigentlich hatte ich gedacht, dass ich mich schon früher mit der Süßen treffe. Das ist der einzige Grund, warum ich jetzt auch noch live bin, Digga. Kmh-Anzeige ist auch verpackt, ja. Oha! Beeindruckend! Hallo? Jemand da? Hallo? Moin, sagen Sie, glauben Sie, Sie können in Ihrer Werkstatt auf den Wagen ein Pearl-Effekt drauf machen? Das sollte gehen. Ja, dann treffen wir uns an der Garage. Ja, steigen Sie einfach ein. Nee, ich gehe, ich laufe, Sie können fahren. Okay. Oh. Oha. Rausgefahren sind. Schönes Auto. Waren meine Augen die Garage zu. Ja. Ach so, ja. Oh, schönes Auto. In unter der Werkstatt oder in den Tuner? Heilige Scheiße, die Karre geht ja anders ab. Ja, ein Dreierschip. Alter. So, ist die Frage, was sie für einen wollen. Sie müssten mal einmal so ein bisschen durchseppen, weil in der normalen Garage kann ich das nicht, weil das zwei Lackierungsschichten sind. Also wenn ich in die Garage fahre und da im Menü des Kataloges die Sekundärfarbe auswähle,
ändert er nur die Motorhaube-Farbe, weißt du? Ja, lass uns mal rausgehen, hier drin ist so dunkel. Okay, ja. Der ist da vorne mit der Front passiert, Alter. So, ich hoffe, das geht tatsächlich gar nicht. Ne, sie können nur den Innenraum, ne? Ne, wenn ich bei Perleffekt ändere, dann passiert nichts. Ja, sie ändern die Innenraumfarbe. Machen sie mal zurück. Ja. So, das speichern wir da einmal. Okay, ja, ist drin. Super. Okay. Können Sie den noch einmal reparieren, bitte? Ja, sicher. Oh Gott, dafür müssen wir aber... Im Moment. Ah, scheiße. Aber wir müssen ein Stück von dem Tor hier weg. Ja. Geht's noch? Fährt? Ja. Wo ist denn? Bin los. Was war denn mit dir? Ah! Warum schlägst du? Ich hab doch nur getreten. Jungs? Hallo? Ich mach keinen ADAC-Status 0. Was machst du? Einen ADAC-Status 0. Was ist das? Dann kommen alle verfügbaren Einheiten der Polizei und der Bundeswehr zu uns. Ist das so? Ja. Kannst du das vielleicht mal aus Versehen machen? Nein. Dann kriegt der Kollege Probleme. Ja, dann können Sie die Rechnung kriegen. Und Sie bezahlen gerne. Nee, danke. Es sind dann sicher Einsatz Anfahrtskosten. So. Perfekt. Darf ich Ihnen dann die Rechnung erstellen, der Herr? Mr. Pferd meinte gerade, er will das bezahlen. Ist der Pferd zahlt das. Okay. Wie viel ist es denn? Gib her. Nein, ich bezahle, hallo. Na, mach Roulette. Also ich erkläre Ihnen das ganz kurz. 4.999 für die Umlackierung und 1.150 für die Reparatur. Ja, alles gut. 6.150. Nein, ich bezahle das. Rechnung müsste raus sein. Ja, perfekt, super, danke. Okay, Herzchen. Kümmere ich mich drum. Super, ist alles auch klar. Eingegangen. Super, schönen Tag noch. Gleichfalls. Tschüss. Ciao. Wir haben Dispatch. Wow. Let's go. Rot sieht doch maschallah aus, Digga. Sieht doch maschallah aus. Ich finde Rot schön. Guck mal, warte mal. Wir gehen das nochmal. Guck mal, Digga, das sieht doch babamäßig aus. Ich weiß nicht, was ihr habt. Das sieht doch babamäßig aus, Digga. Ich find's schön, Digga. Ich scheiß auf euch. Ich scheiß auf euch. Und was ihr als schön empfindet und was nicht, Digga. Hammer. Ich find's auch schön, Digga. Geschmäcker sind verschieden, Digga. Kann man das Auto so mit offenen Türen abschließen? Das weiß ich nicht, Digga. Dann landen die da unten. Ja. Hey! Hallo, was wird das? Was, Sie sind eingestiegen? Ja, aber wenn Sie da warten? Entschuldigung, ja, dann aussteigen bitte einmal. Okay.
so Dulli, Digga. Ich glaube, Sergen, das ist ja Sergen, der normal bei dem Platz ist, also Noisy. Ich glaube, dass er eine zweite Rolle spielt. Also was heißt, spielt eine Rolle spielt, dass er halt zwei RP-Charaktere spielt. Ja, Digga, so ein bisschen ist der Plan. Digga, eigentlich wollte ich nur ganz gechillt durch die Hood Cruise ein paar Graffiti sprühen. Den Plan kannst du jetzt aber völlig knicken, Digga, wenn die Graffitis für alle verschwunden sind. Jetzt mache ich das, was ich eigentlich immer sage, Digga, was scheiße ist, im Würfelpack abhängen. Hört sich jetzt doof an. Um 14 Uhr geht das Aquarium auf. An. Warte, ich will mal kurz gucken, Digga. Abgeschlossen. Okay, das Fahrzeug ist abgeschlossen. Jetzt kann sich niemand rein. Da kann niemand rein, Digga. Er sucht lieber eine Base für eure Gang. Es ist keiner da bis jetzt, Digga. Es ist niemand da. Niemand ist da, Digga. Niemand ist da. Ich hätte gerne ein bisschen Graffitis gesprüht und so, weißt du? Aber wenn jetzt dadurch, dass alle Graffitis verschwunden sind, Digga, macht es auch keinen Spaß. Wie genau verhältst du dich jetzt, wenn du Danny treffen willst? Ich würde sehr gerne Solution hier treffen, aber ich darf weder bei ihm in den Stream gucken, wo er ist, noch darf er bei mir im Stream gucken, wo er ist, wo ich bin. Das heißt, auch ihr dürft nicht reinschreiben, wo er ist, sonst werdet ihr getimeout. Das heißt, durch einen doofen Zufall müssen wir uns treffen. Anders geht's nicht. Anders geht's nicht. Die wollen das Auto rippen. Er wollte auch einsteigen. Ja, ich habe ihn vorhin hier einmal im Würfelpark kurz gehört, ja? Mein Gott, hat er hässliche Felgen drauf auf seinem Benz, Digga. Pfui Deibel, Digga. Digga, was wollen die alle an dem Auto? Guck mal, noch ein E55, der zweite, Digga.
Geht nicht. Bin zu weit weg. Ist dein Maybach? Wie bitte? Ist dein Maybach? Ja, ja. Der hier, der S650. Ja, ja, das ist meiner. Ach, ist deiner? Ja, ja. Den, gibst du den weg zufällig? Hatte ich nicht vor, warte, ich lass mal von der Straße. Ja, ja. Du bist doch Olaf, oder nicht? Ja, ich bin Olaf. Wo ist Soße? Wo ist Pavel? Keine Ahnung, Digga. Der ist, glaube ich, noch schlafen. Ja, hier, ah, okay. Ja, aber warte. Nee, ich habe hab den eben gesehen, ich habe mich gewundert, wem der gehört. Weil ich an dem Maybach sowieso interessiert bin. Mhm. Bruder, aber für den bezahlst du mehr als 30 Mille. Oh, warte, der sucht da hinten, der kleine Mann, glaube ich. Das ist ganz sicher. Ich hatte jetzt nicht vor, den zu verkaufen, Digga. Okay, wenn ja, gut, mein... Wenn du mir ein verrücktes Angebot machen willst, kannst du gerne machen. Der hat einen Dreier-Chip, ne? Achso, was hat denn der? Wie bitte? Weißt du, was der fährt? Ich bin hier noch nie ausgefahren, Digga. Ach so, okay. Aber schnell. Ja. Aktuell spinnt das Taro ja ein bisschen rum. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ja, ist bei dem auch. Bundeswehr. Ja, das ist bei jedem Fahrzeug aktuell. Man, bei uns ist das. Na gut, ich. Halt dir, pass auf, Bundeswehr. Ja, ich also. Peppern die einfach, wenn die was machen. Digga, hier knallt. Wenn du mir so eine Richtung geben würdest, wohin das gehen sollte bei komm, dir? Hier weg, nee, mach mal einfach mal ein Angebot. Ja, warte. 25 Millionen? Ja, warte. Nee, Digga, da kommen wir glaube ich nicht. Ja, wie eins? Kommen wir noch nicht. Nee, dein Auto, nee. Dein Motor ist im Haken. Okay. Also 25 Millionen finde ich ist zwar ein Angebot, Digga, was keine Beleidigung ist, aber ich denke, der Wagen ist. Ich denke, er ist mehr wert. Ja. Okay. Na gut. Wo hast du überhaupt so viel Geld? Ist die Frage. Ja klar. Ich bin Stammbürger? Ich bin schon immer hier. Also seit... Ich saß schon 150. Seit 2019. Ich saß schon 150. Oha. Ja. Also... Ja. Mein Gott, hat der hässliche Felgen drauf, Digga. Ist ja... Ja und... Nicht mal, ist das Original Mercedes-Felgen? Da muss man ganz genau gucken. Ne, Brabus. Naja, ist ein Brabus-Felgen, ich fand die bei Mercedes nicht. Der Gambe von den drei. Oder, sind echt Gambe. Hässlich, ist mir noch. Ich sag dir ganz ehrlich, Digga, da musst du originale Mercedes-Felgen drauf machen. Also, für ja, meinen wollte Geschmack. Ich, aber es gab halt so welche halt nicht. Die haben mir halt so gut gefallen, was mir halt gerade scheißegal, sorry. Naja, ich verstehe schon. Ja. War schon geil. Nur auf die MAE-Felgen, weißt du? Ja, aber komm, Kollege hier, ne? Also, du hast hier einfach Mercedes-Felgen auf dem Maybach drauf, da muss schon das Maybach-Logo her, ne? Naja, gut, Mercedes ist ja Maybach. Ja, jo, das war ein Spaß. So das steht ja gar nicht mehr. Dreierchips sind bei Maybach. Und Brabus macht halt Mercedes umbaut, ne? Also. Ja, Dreierchip ist schon besonders bei so einem Maybach. Der hat auch Handling angepasst und Sound. Ja, das ist geil. Kannst du mal anmachen? Moment. Danke. Ich, so ich bin derjenige mit dem ja, R7, falls du dich erinnerst, mit dem, der immer hoch und runter geht. Ah, ja, verstehe ich, ja. Junge, ich hab. Oh ja. Ich hab richtig Paranoia. Oh je, oh. Oha. Ja, der ist nice, der ist echt nice. Also ich habe noch einen Brabus 700 im Angebot und einen BMW M8 mit Ego. Weißt du, was noch heftiger wäre? Boah, ich denke... Wenn das Mercedes-Emblem hier vorne in Maybach wäre. Maybach im Haar. Ja, das ist schon... Gibt's doch auch, oder nicht? Ich würde Maybach, du musst mal Dings, warte. Ja, Jürgen hat einen richtig geilen Maybach. Ey, jetzt hör auf, über der BP zu kommen. Guck mal, mach mal die hintere Tür auf und komm mal auf den Rücksitz. Nur gucken und... Ja, okay, gut.
Das war ein Verkaufsargument, Digga. Ja, sowas in der Art kenne ich auch schon, ja. Geiles Pornoheftchen. Hab ich schon öfter sowas gesehen, solche Schnüffel. Ja. Ja, Toast, ne? Gut. Ist der von irgendjemandem Besonderen hier? Der sieht ein bisschen aus wie der von Herr Mahler. Nee, Digga, ich hab den importieren lassen. Ah, okay. Ich hab den importieren lassen, Digga. Und ich hatte ganz am Anfang mal die Chance, den zu bekommen. Und hab mich dann für einen E55 entschieden, aber ich muss sagen... Gute Entscheidung. Ich hab selber einen. Ich werde den verkaufen auch in nächster Zeit. Ich sag dir ehrlich, der E55 ist wunderschön. Aber nicht jetzt auf dich bezogen, sondern allgemein gefühlt fährt in jeder Schwanz jetzt hier. Ja. Früher... Ja, weißt du, ich finde den jetzt auch vom Vater nicht unbedingt sogar, weil der rutscht heftig. Also guck mal, der Sound ist zwar schon geil, aber nach 15 Minuten kriege ich da schon Kopfschmerzen. Ja, mir rutscht er einfach zu viel. Ja, ich fühle mich wie auf dem Eis mit der Karre, Alter. Ja, der ist schon schwer zu handeln, das stimmt, ne? Ja. Ich komm gut, Jungs, ich zieh durch, ne? Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, ich wünsche dir auch was, hau rein. Geiles Auto. So, Jungs, dann lass mal sammeln und lass mal durchziehen. Kannst du mir nochmal deine Nummer geben? Ich hab mir die letzte aufgeschrieben. Auf dem Notizblock, aber mittlerweile ist sie wieder weg. Auch von Soße. Hast du die von Soße nicht mehr, oder was? Nee, Alex, nee, hab ich auch nicht mehr. Aber bitte nur in dringenden Fällen anrufen. Nee, ja, ich weiß. Ist gut. Ja, setz dich mal kurz rein, bitte. Ja. Von Soße hole ich mir die selber wieder. Ja. Alles gut. Ja, die gebe ich auch nicht so weiter, ist ja klar. Nee, das macht man noch nicht. Ups. Anschnallen werden die schlecht, Digga. Ja. Ja, machen wir das hier kurz, mit der Nummer. Keinen Bock, dass da irgendjemand auf mein Handy guckt. Ja, safe. Meine Nummer ist 0172. Ja. 6390. 28, ja, Mann. Okay. Wenn du was hast, meldest dich. Fährst du mich noch eben rüber? Ja, klar, aber schnall dich an. Aber der Maybach, der gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das ist ein schöner Typ. Weil ich wollte von einem Kollegen auch mal einen Dreierchip haben. Aber der gibt seinen auch ungern weiter, ne? Weil Maybachs allgemein sind schon was Feines. Den hätte ich auch schon 30 Millionen für sein geboten, aber. Der ist schon schön, Digga. Das ist auf jeden Fall. Ja. Alles klar, dann lass dir gut gehen, Digga. Ja, mach's gut, ne? Ciao. Bis dann. Ciao. Was war das denn jetzt für ein Move, Digga? Was meinst du? Was für ein Move? Brauche ich mit ihm um die Ecke gefahren bin wegen der Nummer oder was? Oder was meinst du? Wegen im Stream Nummer geben. Hä? Digga, das ist... Deine Ingame-Nummer geleakt? Hä, Digga, Jungs, kommt ja klar, oder was? Ach, Leute. Die Leute schauen bestimmt deinen Stream. Ja, aber Digga, wenn mich irgendjemand anruft, den ich nicht kenne, Digga, und er keine, in Anführungszeichen, plausible Erklärung hat, wo er meine Nummer hat, Digga, dann ist das ein Banngrund oder ein Bestrafungsgrund. Also entspannen Sie sich. Da ist ja die Süße, Digga. Wollen wir die mal ein bisschen nerven? Wollen wir sie mal ein bisschen stalken? Andere Drifting Skills, Digga. Der Wagen ist, glaube ich, langsam. Sie hat bestimmt richtig Arschwasser, Digga. Sie hat richtig Arschwasser, Digga.
fall nicht hinten rein. Ich werde nicht aggressiv sein. Ja, sie hat keinen Chip drin, Digga. Beschleunigungstechnisch hole ich sie so schnell ein. Und ich habe halt Angst, dass sie jetzt irgendwie unnötig abbremst oder so, weißt du? Ich will ja auf jeden Fall nicht hinten reinfahren. Also zumindest nicht mit dem Auto. Sie schiebt ja richtig Paras, Digga. Sie schiebt richtig Filme, Digga. Guck mal, wie Filme, Digga. Sie schiebt so Filme, Digga. Oh, fast Unfall. Uff. Nein. Oh, sie kehren. Wo ist sie längs gefahren? Links oder rechts? Sie ist rechts gefahren. Scheiße, jetzt hat sie verloren, Digga. Das war's komplett, Arino. Das war's komplett. Das war peinlich, Digga. Oh. Das war peinlich, Digga. Das war peinlich, Digga. Das sag ich dir so, wie es ist. Das war gerade extremst peinlich. Okay. Aber dann zeig mir auch bitte, dass mein Auto repariert ist. Okay. Perfekt, Digga. Ich bezahle dir einen Haufen Geld. Sie hingefahren, die Kleine. Das wäre jetzt geil, Digga, wenn ich sie jetzt wieder finden würde. Nachdem sie gedacht hat, sie ist entkommen. Aha. Lesen. Diesmal meine ich nochmal den Fehler. Ich hab sie noch nicht verloren, Digga. Da ist sie. Hä? Digga, wie kann das sein wieder, dass sie weg ist? Ist ja so peinlich, Junge. Es ist so peinlich, Junge. Die Karre verkaufe ich sofort, Digga. Das ist keine gute Verfolgungskarre, Digga. Die wird sowas von verkauft, die Scheißkarre. War hier nicht irgendwo ein Reparaturding auch? Hier konnte man doch irgendwo sein Auto noch reparieren, Digga. Hier. Das wird nicht mal mehr angezeigt, oder was? Hier kann man doch sein Auto reparieren lassen. Oh, nee, ne? Ach, Digga, es ist wirklich zum Kotzen. Ah, fahren wir halt zum ADAC, Digga. Scheiß drauf.
Ja, es ist auch wirklich nervig, Digga, wie schnell die Autos kaputt gehen. Also, es soll wohl auch realistisch sein, aber Digga, ich empfinde es einfach nur als sehr, sehr, sehr unangenehm, Digga. Staatsfraktion. Oh! Und gegen Korruption machen wir auch was. Also jeder, der korrupt ist, ist bis jetzt schon rausgeschmissen worden. Das ist ja gut so, das gehört sich auch so. Ja. Entschuldigung. Auch hoffentlich dann möglichst schnell immer, ne? Dass man da schnell die Leute erwischt. Die ja, sobald wir es herausfinden, geben wir Chef oder Chefin Bescheid und die handeln dann. Ich glaube, es kann dein Dienstmann. Also klingt nach einem Job für mich, sag ich Ihnen ehrlich. Entschuldigung, sind Sie da oben im Dienst? Okay. Mit der Pferdefresse? Oh, momentan nicht, ne? Was nicht? Können Sie vielleicht trotzdem mein Auto reparieren? Ich gebe Ihnen auch sonst noch einen Zehner so auf die Hand. Ja, ich kann kurz den Dienst gehen. Das ist sehr nett. Was ein Pasch, der Richard. Heißt der Richard oder was? Ja, ist Richard. Was der Pferdemann. Scheiß Name. Ich hab mal mit meinem Kollegen gesprochen, ne? Von der Polizei. Und der konnte mir auch nicht erklären, warum die mitbekommen haben, dass ich raus bin. Wie heißt du denn? Ich? Ja. Alex. Alex, okay. Wie ist dein Name? Timmy. Timmy? Timmy heißt ich, ja. Bist du neu in der Stadt hier, oder was? Ich bin neu in der Stadt, ja, heute angekommen. Mhm. Einiges erlebt schon wieder. Einiges auf dem Buckel. Wieso, was habt ihr gemacht? Ja, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Bin aufgewacht. Gerade aufgewacht, oder was? Ja, vor einer halben Stunde oder so. Aufsperren, bitte. Einen Augenblick. Oh, ein schönes Auto, was du da hast. Dankeschön. Ja, klemmt gerade. Scheint sehr wohlhabend zu sein. Ja, ich glaube, der Staat hat wieder Probleme. Aber Fahrtechnik? Mann! Lief's da, glaube ich, eher nicht so gut, ne, bei dir? Doch, alles gut. Scheint nicht so, Alex. Mann, diese scheiß Servolenkung. Jetzt müsste es. Jetzt. Das sieht nach schlechten Fahrkünsten aus hier. Ah, jetzt sehr gut. Alter, die Karre ist einfach traumhaft, geil. Hast du einen Führerschein? Was kostet die? Weiß ich nicht. Ich habe einen Führerschein. Natürlich einen Führerschein. Hast du? Dann zeig mir den mal. Natürlich. Was will ich jetzt sehen? Warum? Wo soll ich den zeigen? Ja, nee, weil du ja gerade so über meine Fahrkünste hergezogen hast. Kannst du mal mit meinem Karren mitfahren? Sag ich ja, wo ist deine Karre? Die ist im Würfelpark. Ein Schmuckstück, sag ich dir, ein Schmuckstück. Soll ich dich da gleich hinfahren? Ja, sehr gerne. Ist auch kein Schnapper gewesen. Ja? Das ist ultra teuer. Also für einen Müllmann, ich bin Müllmann. Bist du Müllmann? Ich bin Müllmann. Also hast du schon ein bisschen Geld verdient, oder was? Ja, also als Hartz-IV-Empfänger verdienst du halt mehr, aber ich sitze halt nicht so gerne auf der faulen Couch, auf der faulen Haut. Ja, was machst du, Alex? Ich bin Hartz-IV-Empfänger. Hartz-IV-Empfänger, okay. Ja, ja, ja. Und dann fahren Sie so ein dickes Auto? Ja. Man muss nur wissen, welche Hebel man bewegen muss. Geben Sie mir die Rechnung, jetzt, bitte. Keine Cent, dass er die Rechnung bekommen hat. Nee, ich hab die Rechnung bekommen. Ach so. Rechnung, ADAC. Ja, der Staat macht gerade ein paar Probleme. Jetzt warten Sie, bleiben Sie noch mal ganz kurz stehen. Richard sind Sie, ne? Ja. So, wie versprochen, dafür, dass Sie extra in Dienst gegangen sind. Dankeschön. Gerne. Das weiß ich zu schätzen. Gerne. Tschüss. Ciao, ciao. Wie war dein Name nochmal? Timmy heiße ich. Timmy. Timmy heiße ich, ja.
Aha, warte, Tim, ich will mir mal kurz einmal was angucken. Bleib mal bitte kurz stehen, so. Nee, warum soll ich stehen bleiben? Nee, ich will mir nur die Kapuze einmal von hinten genau angucken. Nicht weglaufen, hallo! Kommst du jetzt mit? Ja, steig ein. Nicht auf den Rücksitz gucken. Warum? Ich wollte. Nicht auf den Rücksitz gucken. Das Auto ist ja Maschallah. Ja, ganz schick auf jeden Fall. Was hast du dafür bezahlt? Kennst du die Diamantenrechnung? Ich bin Müllmann. Okay. Ich kenne Müllrechnung. Ein Diamant ist 1 Euro. Und ich habe dafür 125 Diamanten bezahlt. Okay. Und wenn du den jetzt hier verkaufen würdest, also mir hat jemand eben gerade 25 Millionen dafür geboten und ich habe abgelehnt. Der reiche Boss, also. Nö, nein, nicht der reiche Boss. Wir, ist halt eine gute Möglichkeit, ein bisschen Cash zu machen, ne? Einfach. Ja, also ist Import, auf jeden Fall. Export, Immobilien. Gar nicht, ja, ist gar nicht schlecht theoretisch. Ich probiere mir halt mein Geld zu erarbeiten. So, erarbeiten. Jetzt möchte ich vielleicht beim ADAC anfangen. Vom Müllmann zum ADAC. Aha. Da kannst du ja auch ein paar gute Geschäfte machen. Also ich sag dir eine ehrliche Sache. Vom Arbeiten wärst du hier nicht reich. Ja. Klar, ADAC hast du ja auch ein, zwei Ausweichmöglichkeiten, ne? Inwiefern? Ich hab extrem. Was? Überspreche. Wie bitte? Hallo, ich hab massive Kopfschmerzen. Ja, alles gut. Quasi ein Schädelbasisbruch. Naja, das musst du vielleicht nochmal dann später nochmal schauen, woran das liegt. Mhm. Kannst du mich kurz zum Dings fahren? Wo ist hier der Park? Also der wo ich mein Auto. Wo ich mein Auto geparkt habe. Wo ist das hier? Wir sind im Würfelpark, das ist hier der Würfelpark. Und wo ist. Achso, da ist das Ding. Ich hole uns mein Auto. Ich zeige dir mal ein schönes Auto. Bei Danny steht echt Müllmann, ja, Danny ist beim Müllmann, Digga. Und jetzt war wirklich die Situation, ihr habt es ja gerade gesehen, ich wollte zum ADAC fahren, weil ich mich überschlagen habe und buff, wer steht da? Solution, Digga. Wenn er das da vorne ist, dann hat er direkt einen Unfall verursacht. Ist er das? Nee, doch nicht. Das in Pink würde, könnte gut sein. Was macht denn der Typ da? Hallo. Jo. Bro, bist du das? Jo, was geht, Digga? Was geht? Scheiße, Mann. Dein so, Ding ist ja schon im Qualm, Alter. Keine Ahnung, ich hab den gerade repariert, ey. So, was ist jetzt mit seinem Auto? Ist er verloren, oder was? Oha, was ist denn hier los, Alter? Ey, der wartet auf dich! Renn einfach! Renn! Was ist hier los, hey, Digga? Lass mich einsteigen! Ja, steig ein! Alex! Ich kann nicht, ich wurde gefesselt! Wie, du wurdest gefesselt? Haben die dir meine Waffe schon abgezogen? Ich wurde ganz Geisel genommen, ich weiß nicht. Hast du Kabelbinde an? Ja! Ja, warte, ich mach dir die ab, ich hab was. Mach die Kabelbinde ab! Oh mein Gott! Ab! Komm, steig ein hier, tritt auf da! Ey, darf ich auch? Ja, setz dich rein.
Oh mein Gott! Fahr jetzt einfach durch. Was? Die wollten mich einfach. Oh mein Gott! Wer wollt... Ihr Fotzen, fickt Fotzen, euch, lebt nicht mehr an! Wer wollte dich als Geisel nehmen? Weiß ich nicht, die hätte ich aber eher gefickt. Das war ein Blatt. Das war ein Blatt. Scheiße! Blatt wollten dich als Geisel nehmen. Oh mein Gott, ja! Auf einmal, ich will so mein Auto ausparken. Er spricht mich so an, so Hände hoch auf einmal. Wir schauen einmal zu, Digga, ich kenne die Blatt. Dein Auto parkst du nicht da aus, dein Auto parkst du an dem Haus aus. Ja, perfekt. Ich frag mich aber, wie die Cops das so schnell gerafft haben. Wollen wir die ficken? Aber ja, meine Cops sind schwierig. Nicht verlieren. Ich glaube, die sind alle gestorben, Digga. Können wir kurz vorbeigucken da? Ja, die Polizei ist ja immer kritisch, Digga. Ich würde da vielleicht einmal die Blase drauf hinlegen. Aber rein theoretisch gesehen, wenn das Polizeiauto nicht abgeschlossen ist, könnte es sogar sein, dass hinten Waffen drin sind. Dürfte man das? Das dürfte also, man, ja. Aber es ist sehr riesig. Warte. Nein, schlag ein. Die kommt schon wieder. Oh, aber. Das ist sehr sympathisch, Alex, dieser Gedankengang. Ja. Sowas begrüße ich sehr. In der Theorie natürlich nur. Hätte ich jetzt natürlich nicht gemacht. Jo. Ja, mal ganz kurz sprechen, ist was ganz Wichtiges. Worum geht's? Kurz einen Meter mit. Hier ist ja ein Rieseneinsatz, Digga. Oha. Ich weiß gar nicht, wie die das so schnell gerafft haben. Das war, weiß nicht, das war ein Timing aus der Hölle. Wolltest du dein Auto holen und die haben dich als Geisel nehmen? Schönen guten Tag, würden Sie einmal aussteigen, der Fahrer, bitte? Oh. Warum? Ihr wart doch gerade in der Geiselnahme verwickelt, oder? Nein, waren wir nicht. Ich wollte einmal Personalausweis, damit wir eine Anzeige schreiben können. Warum Anzeige? Wie bitte? Hey, Sie reden nicht so laut. Ja? Warum? Ist alles gut. Hier ist nichts los. Nee. Wie gesagt, wir bräuchten einmal Personaldaten. Gar nichts. Also die... Steigt mal bitte aus, Jungs. Warum? Ich sitze hier in meinem Auto seit einer halben Stunde. Warum soll ich jetzt aussteigen? Ich verstehe euch auch ganz schlecht. Könntet ihr einmal... Ja, ich bin kooperativ. Steigt mal bitte aus, Jungs. Warum? Die wurden gerade als Geiseln gehalten. Ja, der Herr war Geisel gerade. Die wollten den einpacken. Ach so, das wusste ich nicht. Nein, alles gut. Die Blatz, die wurden gerade auch niedergeschossen da hinten. Alles gut. Ach so. Ist da noch ein anderer Kollege, der mit ihm gesprochen hat unmittelbar, nachdem er befreit wurde? Sie, Herr Trümmer. Nee, Herr Scharf. Ja, Herr Scharf, genau. Ja, hier der Herr Oberkörper. Ich war auch dabei. Könnt ihr mich vielleicht vergewissern, dass die auch wirklich tot sind, die Leute? Ich habe nämlich Toten. So, also, ja, die liegen. Alles gut. Da vorne sind zwei von dem Platz, der 20. Soll alles ich festnehmen? Gut. Nee, erstmal einfach beiseite rufen. Lass die da nicht hin. Geh mal rüber, bitte. Ich hab die Situation hier. Wir haben das so schnell gerafft. Olaf, hast du Stress? Nee, alles gut, Digga. Komm, setz dich rein. Ja, wieso haben wir das so schnell gerafft? Also, irgendeiner hat einen Dispatch geschrieben. Was ist am Arsch? Mein BF. Aber scheiß drauf. Hä? Kein Geld gab zum Reparieren. Was ist denn hier passiert? Wir hatten hier was gemacht. Was geht? Nicht viel, Digga, nur ein bisschen chillen. Mhm. Sibi! Hier! Das konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass Blatt eine Geiselnahme machen wollen. Eine Geiselnahme hier im Büro. Sibi! Macht weniger Sinn, ne? Oh, was geht ab, Olaf? Amir, komm mal rüber auf meine Seite. Ja. Okay. Ciao. Ja. Wir sind Benny, oder? Wir wollten Dings machen, auf einmal haben die geschossen anscheinend, weiß auch nicht warum. Von die Toten. Die sind alle tot. Mhm. Warum schaust du meine Scheibe kaputt? Das hab ich doch gar nicht. Oh. Du Arschloch, Alter. Das stell ich dir in Rechnung. Ja, mach das. Ich brauche ein bisschen hinten Dings, weißt du, Freiraum. Wer sitzt denn hier noch drin? Wer ist denn da vorne rechts? Ich bin Chito. Chito. Oh, von dir hab ich gehört, dass du gut schießen kannst. Ah, guter Schütze, ja. Ja, das stimmt. Bester. Ja, das glaube ich, habe ich viel gehört. Pass auf, dass die euch nicht festnehmen, Digga, ne? Weil ihr... Ich sag's ja nur, die Platz waren gerade in der Schießerei verwickelt und jetzt kommt Platz zum Tatort. Das ist immer kontraproduktiv. Ja, ich weiß, habt ihr eben gefragt, was los ist, aber ich glaube, das ist... Irgendwie machen die wieder nichts. Gut, dann ich fahr noch kurz Fahrzeug reparieren, dann easy. Ja. Glaubst du, die heulen rum, wenn ich jetzt repariere? mach einfach kurz. Nee, hab ich gerade auch gemacht, ging aber nicht. Ja, ich hatte da auch Probleme mit. Wenn die meckern, dann weil ich hinten drin sitze, Achtung. Was suchen Sie hier aktuell? Der junge Mann will ganz kurz das Auto reparieren. Einmal nur reparieren. Hier ist eine Sperrzone ausgerufen. Ja, die Sperrzone ist gleich weg, passt schon. Ah, dann fahr ganz schnell. Ja. Okay. Soll ich, Ja. Entschuldigung? Ja, du kannst, er hat gesagt, ganz schnell. Hallo. Ja, mach, das passt, ehrlich.
Ach, der ist abgehoben, der redet nicht. Ach, jetzt soll ich jetzt rückwärts Ding. Rausfahren oder soll ich Nein, geradeaus, repariert es und dann machst du es nochmal. Warte, hier, wie hieß denn der Kollege nochmal? Ich hab den Namen schon wieder vergessen. Rückwärts? Okay. Ja. Kann das nicht kurz reparieren? Nein, da liegt doch gerade jemand, das sehen Sie doch, oder? Boah, da ist ein Polizist erschossen. Ja, aber er liegt nicht da, wo wir das Auto reparieren können. Ich danke, bezahlen Sie. Kollege, willst du jetzt noch mit oder nicht? Also ich erzähle einmal die Situation. Also wir haben einen Dispatch bekommen. Ey, 20, du Wichser, was geht ab? Wir vom Würfelpark wollten gerade zum PD fahren, haben einen Dispatch bekommen. Das ist der Kollege, wollte mir sein neues Auto da vorne zeigen. Welcher? Der mit der... Mit dem grauen Ding. Ich hab seinen Namen aber gerade schon wieder vergessen. Timmy, glaube ich. Jo, Timmy! Aktuell nichts zu suchen hat, entfernt sich. Sofort. Ja, Schnauze. Wir fahren jetzt halt nicht rum. Hey, du Arschloch! Ey! Geistig gesenkter Haupt. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Sehe ich aus wie die Presse oder was? Ey! Digga, was ist hier passiert? Warum treffe ich denn diese? Aua! Hau ab! Komm mit, Timmy! Ihr liebt Taser. Ich will mir mal von Timmy die Nummer holen. Der war nett. Boah, ich bin heute Abend mal gespannt, wenn die einreisen sind, ne? Oh. Timmy, so? Warte kurz. Ja. Sag mal ehrlich, das hübsche Auto, oder? Warte mal, Digga. Was passiert jetzt hier? Pass auf. Wow, was ist das denn? Boah, servus. Servus. Was geht ab? Boah, nicht viel, wurde gerade fast als Geisel genommen, aber die guten Polizisten kamen natürlich rechtzeitig. Timmy, die wollten dich als Geisel nehmen, die wollten einen Raub machen. Timmy. Ja meine Jungs, ja? Ja? Ja, bist du mal glimpflich vom Weg. Gib mir deine Nummer rüber. Weißt du, wie du das ja, da, boah, das ist fix. Das geht relativ schnell bei mir, Sekunde. Eigentlich nicht, das dauert ein bisschen. Alles gut. Pack das Nokia aus hier. Ja, alles gut, so. Digga. Warte, ich pack's auch kurz aus. Das gute alte Nokia, wie gute alte Zeiten. Wie war dein Name? Ah, Timmy? Ah, Timmy. Also, Timmy. Mein Name ist Olaf, ich hab dich vorhin angelogen. Ja, ich natürlich auch. Okay. Ich bin der Toni Trümmer. Toni Trümmer. Toni Trümmer, ja. Okay. Weil das Leben ein einziger Trümmerbruch ist bei mir. Okay. Wie ist dein Name? Toni Trümmer. Und deiner? Sepp Meier, servus, was geht ab? Servus. Rutsch mal rüber, Herr Trümmerbruch, wie ist deine Nummer? 01726 01 403. Okay, ich speichere die Nummer mal ab und lass einmal kurz durchklingeln. Ey, okay. So schubsen. Da ist gemacht, sorry. Ich weiß manchmal schon. Toni Trümmer. Mhm. Oh, bitte jetzt nicht die Bundeswehr zu mir. Oh, Gott sei Dank. Ah, der momentan hat der Staat ein paar Probleme anscheinend. Ah, jetzt. Die Bundeswehr einfach klingelt. Aha. Klingelt bei dir? Ja, es klingelt. Ah, das hat Probleme hier. Ja, speichere die Nummer kurz ein. Hey, ich bin Olaf. Gut, Muss kurz gucken, wo ich den Anruf finde. In der Anrufliste. Ah, ja, okay. Speichere dir mal ein unter Olaf Scharf. Olaf Scharf. Sind Sie ein einflussreicher Mann, Olaf? Oder bist du ein einflussreicher Mann? Ich kann den Rücken gebrauchen, offensichtlich. Wären wir dann ein einflussreicher Mann. Ich bin ganz normaler Mensch. So. Erster Tag, ich wurde zweimal als Geisel genommen und einfach schon aufgewacht wieder. Ernsthaft? Also, ja. Sehr gut. Ja, willkommen in Dortmund, ah? Das ist auf jeden Fall ein hartes Pflaster hier. Ich komme aus Hamburg. Hierher gezogen. Nach einem harten Struggle wollte ich mal anfangen und jetzt sowas. Aus Hamburg komme ich ja, aus Hamburg. Ja. Ich wohne in Buxtehude oder habe in Buxtehude gewohnt. Oh, ist auch nicht um die Ecke. Ja, nicht so weit weg, ne? Ja, so Olaf Scharf ist eingespeichert. Soll ich dir auch schreiben nochmal oder hast du. Nö, alles gut. Was geht denn bei euch noch? Ja? Ich würde eigentlich einen Überfall machen mit meinen Jungs. Anscheinend warst du eine Geisel, aber das wurde jetzt nichts, ne?
Es war geplant, aber die. Ja, es war geplant, aber dann kam anscheinend die Polizei was anderes. Soll wohl auch die Platz war. Gewesen sein. Ja, das Irr, ja, das Irr, ja, ja. Ach, das. Aber jetzt lebe ich in Angst. Besser ist. Glaube mir, die sind heute nicht so in Laune mit Überfällen. Die Polizei, die ist generell nie in Laune mit Überfällen. Ich kann es auch nicht mehr hören, dass sie nicht in Laune sind. Nächstes Mal zeige ich dir meine Laune. Ich hab was verhandelt mit denen. Ich guck so einen Meter um die Ecke, ich sehe, dass sie alles gebrochen haben. Ich sag so, wollt ihr mich verarschen? Ja. Weil die so, nee, das ist alles nur unsere Taktik. So nach dem Motto, ey, was? Ganz kurz, was hast du für die Karre bezahlt? 18.000, stolze 18.000. Oha. Alles zusammengekratzt. Habe ich mir erlutscht beim, Breitenberg. Wer ist das denn nochmal? Der ist, bei... Zähle ich auch bei euch? Breitenberg ist auch bei uns. Der ist auch bei mir beim Platz. Auch? Du bist ja, bei dem Platz? Ja, ja. Muss ich Angst haben hier? Ah, entspann dich. Wenn Angst hättest, okay. Ja jetzt schon eine Knarre am Kopf, du Depp. Ja, fahr mir mal hinterher, Toni. Okay. Einsteigen wir wieder in die schöne Karre hier. In das Schmuckstück. Immer. Natürlich keine, okay. So ein Schmutzding steige ich nicht ein. 18.000, wo kommen wir denn hin? Ich hab nicht mal 18.000, Mann. Aha. Du bist der beste Schützengefühl in der Stadt. Das heißt kein Geld. Wie geht denn das? Ja, ich weiß nicht, was schiefgelaufen ist bei mir. Aber ich sagte, wie siehst du, Blaser, kein Geld. Ich glaube, das alles irgendwie ohne. Das ganze Geld hat Mahmoud. Was ist denn das für eine Kacke, ey? Oh. Ich hätte dich weggeraced, trotz Platten. Ja, ich rufe mich an den Kanal. Ich bin mein bester Freund hier. Oh, kann ich eigentlich. Zack. Was hast du gemacht? Hast du Platten? Ja, scheinbar. Ich rufe meinen besten Freund Dave an. Der ist immer sofort da. Am meisten Kontakt habe ich jetzt mit Dave gehabt. Ja, ja, Dave ist der beste Mann. Aber der kommt nicht immer. Wenn drei ADAC-Ler da sind, dann kommt der nicht. Ja, ich fange mal beim ADAC an, Sepp. Sehe ich bald. Ja, das kannst du auch mal. Dann gib mir deine Nummer, dann kann ich dich alle zwei Minuten anrufen. Hast immer was zu tun. Ja, so ich mal dein Auto auf. In der ruhigen Minute. Ja. Mal reinstöbern da. Wo kommt denn dein Noten hier? Ja, Jungs, lass es abbrechen. Das macht keinen Sinn. Das ist, ja, ich hab mal Abend und zeigt schon. Ich kann so nicht weiterfahren. Ja, ja. Ja, dann machen wir Bürgerwehr, dann geht's vor jetzt. Ja. Machen wir wo es geht ab? Können wir machen von mir aus, ja? Aber Dave, komm mal rüber, mach mal bei mir auch Halt, du Wichser. Warum macht er nicht bei mir Halt jetzt? Hast du ihn gerufen? Ja, hab ich gerufen, ja. Dann das wieder. Aber der ist weit weg, okay. Ja, fahr schon mal vor, ich komm gleich hinterher. Dann, wohin denn überhaupt? Ja, wohin? Zur Platzgarage. Ja, ich kenne den Weg nicht. Ja, ich weiß, wo der ist. Okay, ich fahr vor. Ich bin dann so in 5 Minuten da oder in 10 Minuten vorher. Das dauert nicht lang. Nein. Wir bleiben jetzt zweimal kleben wegen Dave. Heftig, Digga. Am ersten Tag bei hier und schon ein eigenes Auto, Digga. Keiner. Oha. Wir haben einen Platten bekommen. Ich hab den da reingeschoben. Die Jungs von eben? Ist er heute eingereicht? Ich denke, wie fährt der? Ja, der ist heute eingereicht. Oh. Ja, egal, der frische Führerschein hier. Komm vor. Was ist das denn hier? Alles gut, brauche ich nicht. Ich habe alles verliert. Ich bin gleich wieder in der Hütte bei der Garage. Kannst du kommen? Vielleicht kommen wir hin, ohne Dave zu rufen. Das wäre schon mal ein Erfolgserlebnis. Ich muss jetzt ruhig fahren. Hör auf, so andere. Ey! Ich muss jetzt wieder Dave rufen. Da steht er mit seinem 18.000 Euro Auto. Okay. Kann ich mit dem Taser eigentlich einen Platten schießen? Geht, glaube ich nicht. Ja, das ist aber auch, also, ich werde hier wieder absurd. So, wenn ich hier in der neuen Stadt begrüße. Jo, ist dein Auto wieder kaputt oder was? Ja, Dave kommt aber. Ja, wie bist du denn da abgefahren? Wie bist du denn? Ja, ich hab einen Kahn. Hast du gesoffen oder was? Ja, ja, betrunken fahr ich am besten. Das war. Das,
Das war Kylo. Hast du das damit zu tun gehabt, dass ich fast gefickt wurde? Wie meinst du? Also, wir waren oben, ihr wollt was einen kleinen Raub starten auf schnelle Welle. Habt ihr Jungs gesagt, schnappt euch ein, zwei Geiseln irgendwo, bestimmt am Würfelbock werden bestimmt welche sein. Ja, perfekt. Und dann haben sie anscheinend dich ausgedingst, ja? Aha. Ja, aber die Deppen haben es dann wieder nicht hinbekommen. Müssen ja wieder die halbe Polizei und die halbe Bundeswehr da vorne auf einmal stehen. Mhm. Unfähig. Na, da vorne ist der. Aber jetzt mal ehrlich, der Dispatch, ich war ja da, ich bin weggerannt, ich bin um die Ecke und die Polizei ist schon da. Wie schnell haben die bitte einen Dispatch bekommen und sind da gewesen? Das Ding ist, die fahren da generell immer vorbei. Aber das ist halt auch Dings, ja. 10 Sekunden waren die da. Ja, Würfelpark ist nicht weit vom PD und alles. Und die sind aktuell sowieso viele unterwegs. Die machen. Die fahren da die ganze Zeit rum, weil die wissen, dass irgendwer sowieso irgendwas macht. Ey, was geht ab, Dave? Das Einzige, was mich abfuckt, dass es jetzt auf einmal 100 Millionen Bundeswehrler gibt. Ja, ein bisschen viel, ne? Die Karren schon so. Nicht die. Aber gut, heute kommt Einreisen, ne? 150. Da ist, glaube ich, gar nicht so schlecht das Bundeswehr aus. Ja. Ah, die werden bald hausgenommen. Ja, aber trotzdem, wenn du mit Motorrad abbauen willst und die lassen 10 Fahrzeuge von BW ist halt. Was habt ihr mit Dave gemacht, ihr Idioten? Warte, mein Dave kommt auch noch. Ein bisschen getasert. Mein Dave kommt auch noch jetzt. Achso, ja, freilich. Mach mal eine Tür. Könnt ihr mir einen Taser klar machen? Was? Könnt ihr mir einen Taser klar machen? Ja, nee. Wenn du 150.000 hast, kriegst du gerne einen. 150.000? Ich hab insgesamt 172.000. Ja, dann kriegst du 100.000 von mir ein. Hast du einen, Sibi, oder was? Jojo. Heppa! Digga, Dave ist einfach weitergefahren. Was soll denn die Scheiße? Ja, da kommt noch ein Dave. Da ist er. Jojo. Jo, Dave, komm mal rüber! Mach aber nicht so teuer heute! Oh, das ist Peter, das ist gar nicht Dave. Ja, Peter. Ich heiße sie alle Dave. Nee, das ist Dave, oder? Na, das ist nicht Dave. Komm her, Dave. Peter. Guck mal, wie die Karre aussieht, Digga. Machen wir mit Liebe. Aber für mich ist auch, ich verwechsel immer Dave. Ich sag zu Dave, Peter und zu Peter, Dave. Ja, als ich eingereist bin, da konntest du Dave die ganze Zeit holen, ob den Zeug am Tag holt, weißt wie der Wichs aussieht. Ja, ja, ich bin auch schon. Ja. Ja. Hey, Olaf, ich konnte dir Taser schenken, weil du letztes Mal über die ganze Brücke 5 Stunden getragen hast. Kriegst du von mir noch einen? Nein, ich hab einen, Digga. Alles gut. Ach so, ich dachte, du brauchst einen. Nein. Nee. Ja, hast du es eigentlich geschafft bei der Brückenaktion da? Ja. Oh, sehr gut, ja. Da war ja auch das war doch da, wo ich die ganze Zeit so rumgelaufen bin, wie Glück dafür Notre Dame. Ja, ach ja, stimmt. Ja, waren aber auch komische Umstände. War alles ein bisschen unkoordiniert und hinher, das hat zu lange gedauert. Sind die jetzt in die Platzhut reingefahren? Ich hoffe es nicht für die. Das wäre witzig. Wo sind die denn jetzt? Die sind ja wieder völlig verloren, wo sind die? Da. Sind die das Guck hier vorne? An. Na. Da sind sie doch. Da, rechts. Ey! Weiter. Wo fahrt ihr jetzt denn lang? Ja, ich dachte. Fahrt uns hinterher. Okay. Und das? Eine Hupe. Ach, deine? Ja. Ja, ich pack einfach da auf der Straße, oder? Ich pack da auf der Straße. Wie kann ich nochmal. Junge! Nochmal 3 Ohrfeigen hier schnell. Was sind das für eine Waffe, Mann? Was zuckst denn? Sekunde kurz, bin kurz in meinem Kopf. Jo, hau ab. Das war kein Karabiner, oder? Hä? Was? War das ein Karabiner? Das war die Bullpup. Sorry. Ich wollte schon sagen. Oh, ganz locker. Was ich dafür geben würde, Mann? Für eine Karabiner? Nee, für eine Bullpup. Wieso? Karabiner. Ist jetzt nicht so das Problem, ne? Oh ja, tut mir leid, Gangster. Ja, nichts mit Gangster zu tun. Ich soll mal Tattoos machen. Tattoo-Laden hat leider zu.
Manchmal habe ich das Gefühl, ohne Waffe bin ich besser als mit. Ich bin eine Vorbildsperson hier in der Stadt. Ja, du, Mahmud, ja, ihr zwei. Mahmud habe ich schon mal gehört. Also von dem wurde mir immer gesagt, da muss ich Angst haben. Deswegen habe ich auch keine Waffe dabei. Das ist schlau. Hat sich eigentlich gestern noch was ergeben, Digga? Ich brauch nicht. Wieso? Was kannst du erzählen? Wir sind in 20, 25 Mann reingegangen. Ja, das hat nicht gut geendet. Wart ihr bei den Crips drin oder was? Crips und A-Team. Die Armen, die werden seit 3 Monaten durchgehend gefickt. Das Ding ist, irgendwie wussten die, dass wir schon da sind und auf einmal waren wir alle weg. Klassiker. Also Schwarz und ich haben überlebt, die anderen beiden nicht. Warte, ihr seid zu viert in 25 Leute rein oder 20 Leute rein? Ja. Ist Shorty auch wieder da? Ja, Shorty. Shorty ist seit gestern wieder da, Digga. Ah, Shorty Logelog. Oh, der hat auch meinen Kopf gefickt. Aber ist auch gut. Shorty ist sehr stabil. Mhm. Aber ein bisschen ein Knacks. Mhm. Ja, er wird kein Knacks, ja. Hat er eine Ausreise gehabt? Na. Nein, Ausreise nicht. Er hatte irgendwelche Probleme mit seinem Kopf. Okay. Die Long. Was macht denn der Toni jetzt? Hallo? Nein, was mit dem los ist. Warte mal. Ich mach mal einen kleinen Schock. Eba! Ja, der ist abgehoben, Digga. Warte. Und wieder Schrott. Pass auf, der hat gleich keine Kohle mehr. Geht leider nicht. Hey du Wichser. Oh, sorry Bruder, sorry. Sorry. Ey, das nächste Mal aber treffen, ne? Ja, ach Digga. Ja. Servus, was geht ab? Okay. Ja, mir. Kurzen Voice-Crack gehabt, einen massiven Voice-Crack. Ja, man kennt's. Fahr mal mit dem Ding da, Toni. Fahr mal die Straße hoch und runter. Und mach schön den Bleifuß. Einfach vorweg. Mal richtig Stoff, Digga. Was kann die Karre eigentlich, die du gerade gefahren bist? Böser Sound. Einiges. War noch nie probiert. Auf los, geht's. Toni, mach dich unsterblich. So schnell du kannst. Nein, tut das nicht. Nein. Der kommt keine 300 Meter. Der kommt nicht an, Der ist heute schon die ganze Zeit hingefallen. Und weg ist er. Wir haben Rauch mit dem gemacht, auf dem Weg dahin ist er 10-mal hingefallen. Ich glaube, das müsste er schaffen. Ja, hier geradeaus sollte eigentlich gehen, Digga. Aber da vorne kommt irgendwann eine Kurve und 2-3 Bäume. Ich glaube, das hat er nicht. Ja. Und der ist im Krankenhaus wach geworden. Kann auch sein, dass er da vielleicht auch was hatte, aber das weiß ich nicht. Also entweder wurde er beschossen oder auch Motorrad. Der kommt bestimmt noch wieder, Digga. Oh, da. Na, ich glaube, der liegt. Glaubt ihr, der liegt schon? Mal gucken gehen mit dem Auto hier. Meint ihr? Warte, ich kann ja mal mein Auto holen. Warte. Wie viel kann denn das Motorrad? Kann das über 200? 500. 300? Safe. 500! Okay, der liegt. Du hast so Glück gehabt, ne? Und wie war die Fahrt? Also, ich bin schon verliebt. Aber das werde ich leider auch nur einmal fahren dürfen in meinem Leben wahrscheinlich. Ja, das ist ganz gut so ein Ding, ja, aber das ist nicht. Darf ich auch mal die Straße rauf runterfahren? Ich habe hier gerade Schwierigkeiten, euch gut zu verstehen. D-Funk ist manchmal ein bisschen schwierig. Mit der GoPro so auch mäßig. Du meinst, also, du hörst uns leise oder zu laut oder wie ist das? Was geht ab, Benni? Warte. Ich höre euch nur alleine quasi. Alleine? Alleine, ja. Also es hört quasi kein anderer zu. Okay, hat jemand eine Pistole? Ah, komm mal mit kurz.
Warte. So, wir können hier, wenn ich, wir können jetzt, wir reden kurz offen. Die anderen Leute hören uns nicht, oder was? Ja, also das Team. Ja. Aber die Stimmen werden ja, also die Stimme von mir oder von den anderen Jungs läuft ja über Desktop Audio. Also das heißt, wenn sie uns nicht hören, ist, also dann würde ich als allererstes mal den Probeversuch machen, wenn du Musik zum Beispiel abspielst, ob die Leute Musik hören. Ja, also eben ist halt Teamspeak abgestürzt. Mhm. Und davor lief alles gut. Ach so, ja, dann musst du deine Teamspeak-Settings ändern. Dann hat das was mit Teamspeak zu tun. Dann geh mal oben auf bei Teamspeak extra, Option. Ja. Dann bei Wiedergabe. Okay, mal wieder alles neu eingeben oder was? Neue Geräte? Ja. Ich guck mal, das. Ja. Ich habe nichts geändert, aber es lief halt einfach vor. Was steht denn bei dir Wiedergabe? Musik hört man. Ja, dann ist es ein Teamspeak. Jetzt, Chat? Was hast du denn bei Wiedergabe stehen? Mit Wiedergabe habe ich. Wenn du bei Teamspeak jetzt. Ja. Teamspeak auf extra oben. Oh. Olaf Weise. Gut, perfekt. Olaf Weise, verliebt. Kann ich noch einen lutschen hier im Gras oder was? Für ein bisschen Cash? Aber versuche. Du willst doch. Toni, ja? Du willst doch sowas hier. Oh. Hast du das. Bist du dick bewaffnet oder was? Was ist noch so am Start? Das wäre genau dein Ding hier, guck mal. Das hier ist auch, glaube ich, dein Ding. Ja, siehst du das? Siehst du den hier, den Süßen? Du redest gerade in deinen in deinen Funk. Ich musste Pipi machen. Ja, das habe ich gesehen. Siehst du das in meiner Hand hier? Blase. Ein Stich in der Haut. Ja. Guck mal, wie schön das aussieht, wenn man es rausholt. Das glänzt auch schön. Das hört sich auch gut an. Soll ich dir meinen Hafen gut zeigen? Ja, sehe ich ja schon. Nee. Nichts. Ich sehe nichts. Das hier ist mein Hafen gut. Weißt du, wie man eine Geisel nimmt? Warte, ich zeig's dir einmal. Ich mach keine Faxen. Du stellst dich hinter jemanden. Du musst hinter ihm sein. Öffnest die Wolken. Weißt du, was die Wolken sind? Nee. Also, den T-Muskel? Den massiere ich ganz gerne, den T-Muskel, ja. Ja. Oh. Und dann machst du einfach / TH und dann so. Das funktioniert. Das funktioniert leider mal wieder nicht. Das geht auch nicht mit meiner Waffe. Meine ist zu schlecht dafür. Ist das so? Das ist eine Geringverdienerwaffe, ja. Das ist doch eine normale Pistole, oder nicht? Mir wurde gesagt, dass es nicht geht mit der. So. Du kommst jetzt mit, du Wichser. Du kommst jetzt mit. Ist immer ein Spaß dabei. Ich hab doch nichts, was du holen kannst. Dinge ist es auch nicht unser Problem, wenn es halt so. Probier mal bei mir. So, natürlich wieder alles vergessen. Also, meine Boxer-Karriere stell dich hinter mich. Ja. T. T-Muskel. Dann / und dann TH. So. Aber jetzt nicht schießen. Da bist du tot. Ja. Und mit dem G-Muskel. Naja, alles gut, alles. Okay. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut. Ihr übt ein bisschen. Ja, genau. Und mit keine Übung. Gib mir deine scheiß Waffen, du Hund. Halt die Schnauze. Und mit dem G-Muskel. Mit dem G-Muskel lässt du mich wieder los. Und wie kann ich dich versuchen? Gar nicht jetzt. Gib mir deine scheiß Waffen, du Hund. Du hast mich im Schwitzkasten, Digga, und meine Jungs stehen hier. Mach keine Faxen. Sonst hast du schneller einen Headshot, als du gucken kannst. Wie kann ich loslassen? G-Muskel, mit dem G-Muskel. Jo, Olaf. Ja, du musst, glaube ich, powernappen. Jetzt ist er kaputt. Das hat er kaputt gemacht. Ja, du musst powernappen gehen. Ja, Olaf auch. Guck mal, wie schräg der da steht. Ja, soll ich mal schießen? Nein. Du kannst nicht mehr abdrücken. Wenn das einmal kaputt ist, ist kaputt. Okay. Hey Olaf. Ja. Darf ich dein Motorrad ein bisschen mit nochmal rumfahren? Ja, klar. Dein Lego-Motorrad? Klar. Perfekt, Mann. Ich liebe das Ding.
Ich ziehe jetzt sowieso durch Chat. Na, Kailochen? Komm her hier. Komm her. Ja, ich werde jetzt gleich duschen gehen, mich fertig machen und so. Ich muss auch noch mal was essen. Ich habe heute noch nichts gegessen, Digga. Und Kailo kriegt gleich auch ein Fressi. Ja, warte mal. Entspann dich. Wir gehen gleich hoch und geben dir ein Fressi. Ja, entspann dich. Nein. Alles gut. Oder willst du schon vorgehen? Dann geh vor. Warte ganz kurz. Papa kommt rein. Ja. So, ich wünsche euch eine gute Nacht. Gute Nacht, Digga. Da merkt ihr mal, wie das in einem drin ist. Ich wünsche euch einen schönen Samstag. Ich werde heute nicht mehr online kommen. Wir sehen uns morgen wieder in alter Frische. Stabiles Wochenende euch. Bleibt gesund. Kuss.